Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, und herzlich willkommen auch im Pilzmonat Juli. Ja, und zum Start in den Pilzmonat bin ich heute wieder in einen unserer schönen Buchenwälder gefahren. Ja, und jetzt stehe ich hier am Abhang, am Abgrund sozusagen. Ja, und was sehe ich da vorne? Da leuchtet es doch schon verdächtig gelb. Könnt ihr das da vorne sehen? Ja, und da möchte ich doch fast wetten, dass sich da um einen Spot mit Pfifferlingen handelt. Ja, und dementsprechend quatschen wir nicht lange rum, sondern schauen wir da gleich mal hin. Und ja, schauen wir mal, welcher Pfifferling sich hier als erste Art im Pilzmonat Juli 2022 bei uns zeigt. Bin ich schon gespannt. Ja, und was von oben so ein bisschen ausgesehen hat wie ein Fleck mit mehreren kleinen Pfifferlingen, ist dann doch ein großer blasser Pfifferling. Hier kann man sehr gut die typischen blassen Farben erkennen. Ja, und der ist auch relativ groß, auch typisch für blasse Pfifferlinge. Die gehören nämlich bei uns sicherlich zu den größeren Pfifferlingsarten. Also das ist der echte Pfifferling, deutlich kleiner. Ja, und auch der samtige Pfifferling sowieso mit seinen zierlichen Fruchtkörpern. Ja, ich nehme den blassen Pfifferling mal raus und dann schauen wir mal, ob er noch was für den Korb ist oder ob man lieber hier im Wald lassen. Ja, und da würde ich doch sagen, ich habe ihn jetzt schon ein bisschen sauber gemacht, auch wenn er nicht mehr der jüngste ist, auf alle Fälle ein tolles, schönes, großes Exemplar vom blassen Pfifferling. Ja, solche Funde machen doch Spaß. Wie gesagt, nicht mehr der allerschönste, aber auf alle Fälle noch was für ein Korb heute. So kann man doch in eine Tour starten, oder? Ja, und im Prinzip geht es genauso weiter, wie es im anderen Buchenmischwald letzte Woche aufgehört hat. Blasser Pfifferling, hier jetzt der samtige Pfifferling, ja, und dann bin ich mal gespannt, ob wir dann vielleicht auch noch den echten Pfifferling finden können. Dann hätten wir es genau wie letzte Woche, diese drei Arten wieder auf einer Tour. Ja, und es hat sich ja schon abgezeichnet, dass die Pfifferlinge relativ loslegen bei uns. Ja, und hier kann man schon wieder sehen, ja, samtiger Pfifferling hier wieder am ganzen Hang vertreten. Wenn ich da runter schaue, leuchtet jetzt auch überall orange. Und dementsprechend, ja, auch hier ist der samtige Pfifferling alles andere als selten, sondern eher auch ein Massenpilz. Ja, und genau an der Stelle, wo wir im Mai unseren allerersten Pfifferling im Pilzjahr 2022 finden konnten, ja, sieht es jetzt so aus. Schaut mal, Pfifferling, noch mehr Pfifferlinge, der nächste Pfifferling. Hier eine wunderschöne Gruppe mit jungen Pfifferlingen. Ja, und so geht es hier überall weiter. Einfach nur wunderschön. Und es ist, wie gesagt, genau eigentlich wie letzte Woche im anderen Wald oder Waldabschnitt. Pfifferlinge gibt es bei uns schon wieder massenhaft, ja, aber mit anderen Arten schaut es aktuell wieder mal nicht so gut aus. Also zumindest habe ich jetzt in der ersten halben Stunde nichts anderes außer Pfifferlinge gefunden. Mal schauen, ob sich das noch ändert. Wäre natürlich tipptopp, wenn auch mal ein Täubling oder irgendwas Schönes dabei wäre oder vielleicht sogar mal ein Erstfund. Ja, das geht dieses Jahr so richtig ab an Erstfunden und wirklich spannenden, interessanten Sachen mangelt es bei uns dieses Jahr so ein bisschen. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und hier jetzt vielleicht noch ein kurzer direkter Vergleich in puncto Ergiebigkeit. Ja, wenn wir uns das mal anschauen, hier von rechts nach links, diese kleinen zierlichen Fruchtkörpern vom samtigen Pfifferling, dann die schon ja, deutlich größeren und ergiebigeren Fruchtkörper vom echten Pfifferling. Ja, und dann natürlich der Oberhammer, die wunderschönen, großen, dickfleischigen Fruchtkörper vom blassen Pfifferling. Ja, und das sieht man schon auf den ersten Blick, wie ergiebig die blassen Pfifferlinge sind, ja, und wie die Ergiebigkeit zwischen den einzelnen Arten dann letztendlich variieren kann. Ja, und wie gesagt, also die samtigen Pfifferlinge, die sind teilweise so winzig, so dünnfleischig, so klein, da lohnt sich es oft kaum,
dass man die sammelt. Ja, und aufgrund der Seltenheit, beziehungsweise da, wo sie halt selten sind, sollte man sie sowieso stehen lassen. Bei uns, wie gesagt, vielerorts ein Massenpilz, da ist von Seltenheit keine Spur. Aber nur, um hier mal zu zeigen, ja, wie unterschiedlich das Wachstum zwischen den einzelnen Arten ausfallen kann und ja, wie ergiebig die blassen Pfifferlinge sein können und wie wenig ergiebig andere Arten dazu im Vergleich dann letztendlich eigentlich sind. Ja, immerhin mal kein Pfifferling. Jetzt zeigt sich hier ein wunderschöner Perlpilz. Ja, ich habe ihn schon ein bisschen angefasst. Er fühlt sich eigentlich relativ fest an. Ja, vielleicht haben wir Glück, dass der von innen auch gut aussieht. Dann nehmen wir den natürlich mit heute. Ein wirklich schönes Exemplar, zumindest vom ersten Eindruck her. Ja, hoffen wir mal, dass er innen genauso schön aussieht wie von außen. Ja, und wie so oft beim Thema Perlpilz, außen hui, innen pfui, wie man so schön sagt bei uns in Bayern. Hier sieht man schon wieder komplett innen zerfressen, obwohl er von außen wirklich eigentlich schon, ja, man möchte schon fast sagen, perfekt aussieht. Wenn man sich anschaut, wie schön die Lamellen hier aussehen, ja, wie toll ausgeprägt der geriefte Stielring hier ist. Einfach schade drum. Aber immerhin, ich kann jetzt ein paar Detailaufnahmen machen, ja, weil vom Perlpilz fehlt mir auch noch ein vertontes Pilzporträt. Also Glück im Unglück, ist zwar nichts für einen Speisepilzkorb, aber mit Detailaufnahmen kann ich mich immerhin ein bisschen austoben. Aber ansonsten wirklich ein schönes Exemplar, ja, da kann man sich zumindest von außen überhaupt nicht beschweren. Ja, und wer hätte es gedacht, tatsächlich liegt hier wieder mal ein Sommersteinpilz rum. Ja, warum liegt? Der ist schon wieder vom Myzel getrennt, ja, man kann es kaum glauben. Also dieses Jahr ist es wirklich so, seit Juni eigentlich, wenn man einen Sommersteinpilz finden, dann ist der eigentlich fast immer vom Myzel getrennt, liegt im Wald, ja, weil eine Schnecke den Stiel komplett durchgefressen hat. Und ja, das zieht sich so, wie so ein roter Faden hat sich das schon durch den Juni durchgezogen, wenn überhaupt nur Einzelfunde, ja, und dann auf gar keinen Fall mehr irgendwas für den Speisepilzkorb. Und jetzt geht es im Juli scheinbar leider so weiter. Also immerhin Sommersteinpilz, einer gefunden, aber wieder komplett vom Myzel getrennt. Hier oben sieht man auch noch die Reste vom Stiel, der steckt noch in der Erde. Ja, und da oben, das wird wahrscheinlich der Übeltäter sein, der uns hier diesen Sommersteinpilz streitig gemacht hat. Sei ihm vergönnt, aber wäre schon mal schön, wenn wir jetzt mal wieder einen Sommersteinpilz finden, ja, der auch mal was für den Korb ist. Ja, und jetzt verabschiedet er sich ganz. Ja, ich kann ihn euch hier jetzt noch mal zeigen. Von der Seite sieht er jetzt gar nicht so schlecht aus vom ersten Eindruck. Ja, weil je mehr man sich da die Details anschaut, hier sieht man schon die Madengänge. Ja, und auf der anderen Seite ist er komplett durch. Aber hier noch schön zu sehen, fällt mir gerade auf, das schöne Stielnetz von den Sommersteinpilzen. Immer wieder was Tolles, das so zu sehen. Ja gut, bleibt natürlich hier liegen und schauen wir mal weiter, ob sich vielleicht noch ein anderer finden lässt. Vielleicht schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr die gleichen Beobachtungen bei euch in der Region machen konntet. Bei uns, wie gesagt, es zieht sich wie ein roter Faden durch. Den ganzen Juni immer nur Einzelexemplare. Ja, und auf gar keinen Fall irgendwas, was man in den Speisepilzkorb packen könnte, weil die alle immer schon komplett durchgefressen hier im Wald dann letztendlich rumliegen. Ja, liebe Pilzfreunde, und hier haben wir jetzt mal was ganz Interessantes. Ja, und auf die Idee bin ich bisher noch nie gekommen, dass man die Lungenseitlinge theoretisch auch mit Stummelfüßchen verwechseln könnte. Ja, und aus der Weite dachte ich, hui, ich bin hier im Buchenmischwald, könnte ja ein alter Buchenstamm sein, werden bestimmt wieder Lungenseitlinge sein, sind es aber nicht. Denn wenn wir hier ganz genau schauen, sehen wir schon diese dunklen Verfärbungen. Ja, oh, jetzt habe ich den leider abgemacht. Ja, und wie wir hier sehen können, ist das eindeutig das Sporenpulver. Ja, und das Sporenpulver von vielen Seitlingen, wie zum Beispiel dem Lungenseitling oder auch dem ohrförmigen Seitling, der hier auch passen könnte, da die ja relativ ungestielt sind, ist weißlich gefärbt. Ja, und damit sind diese Seitlinge eigentlich raus. Ja, was bleibt dann übrig? Ja, ich glaube, ich habe schon kurz angerissen, und zwar werden das Stummelfüßchen sein. Ja, und die Bestimmung von Stummelfüßchen ist gar nicht so einfach. Also da gibt es sehr viele sehr ähnliche. Hier bin ich mir aber relativ sicher, dass tatsächlich wieder mal ein Erstfund gelungen ist. Ja, und ich denke fast, dass es das große Stummelfüßchen sein müsste, weil so groß, ja, wie die hier ausfallen, so groß sind die normalerweise nicht. Also die sind normal relativ klein. Ja, und das einzige Stummelfüßchen, das wir bisher sicher bestimmen konnten, ist das galertfleischige Stummelfüßchen. Und ein Markenzeichen von diesem galertfleischigen Stummelfüßchen ist, wenn man da den Hut nimmt und versucht, das zu ziehen,
ja, dann zieht sich die Huthaut wie so ein Gummistück mit. Ja, und das ist hier definitiv nicht der Fall, wie man sehen kann. Das bricht einfach ab und deswegen ist das galertfleischige Stummelfüßchen hier schon mal raus. Ja, und bei der Größe bleibt dann eigentlich fast nur noch das große Stummelfüßchen. Ja, und damit ist es ein Erstfund. Ich muss mir das natürlich zu Hause nochmal im Detail anschauen, gehe aber fest davon aus, dass die Bestimmung so passt und ja, dass man das große Stummelfüßchen alleine anhand von der Größe so eigentlich kaum verwechseln kann. Ja, und das nenne ich doch mal einen perfekten Zufall. Nur ein paar Meter weiter stehen dann tatsächlich wirklich Lungenseitlinge. Ja, und das ist natürlich die perfekte Gelegenheit, jetzt die Stummelfüßchen mit einem von den Lungenseitlingen hier zu vergleichen. Sehr schön. Ja, und im direkten Vergleich ist der Unterschied dann doch deutlicher als gedacht. Wenn man sich hier die Lamellenfarbe anschaut, links beim Lungenseitling, ja, schon fast rein weißlich kann man sagen, obwohl es schon ein älteres Exemplar ist. Und rechts beim Stummelfüßchen, ja, die Lamellen durch das Sporenpulver eindeutig dunkel gefärbt. Sieht man hier sehr, sehr eindrücklich, wie unterschiedlich dann die Farbe letztendlich ausfallen kann. Ja, und natürlich typisch für Stummelfüßchen kann man hier schon sehen, der Stiel maximal stummelartig ausgebildet, ja, und der Lungenseitling deutlich, deutlich gestielt. Ja, und wenn wir das Ganze umdrehen, dann können wir schon diese typische helle, fast weißliche Lungenseitlingsfarbe beim Lungenseitling sehen. Ja, und wie schon vorher gezeigt, hier auf der Oberseite, weil es eines der unteren Exemplare vom Stummelfüßchen war, hier deutlich zu sehen, ja, die Sporen, der Sporenabwurf von den Fruchtkörpern, die weiter oben waren am Stamm. Ja, aber so von der Hutoberseite, wenn man sich das jetzt hier so anschaut, vom ersten Eindruck her, und wenn man sich jetzt vielleicht noch das Sporenpulver beim rechten Exemplar wegdenkt, dann sieht es dann doch schon wieder deutlich ähnlicher aus, finde ich. Ja, und während ich auf der Suche nach weiteren Erstfunden so ein bisschen durch den Wald spaziert bin, habe ich natürlich den ein oder anderen Pfifferling noch mit eingepackt. Also wie man sehen kann, besonders die blassen Pfifferlinge hier links legen richtig, richtig los. Ja, die haben richtiges Massenwachstum hingelegt. Ja, und besonders so große Exemplare wie der hier oder auch der hier, die machen natürlich richtig, richtig Spaß. Ja, und jetzt zum Abschluss vom Video kann ich euch ja nochmal zwei, drei Eindrücke vom Sammeln von den blassen Pfifferlingen einblenden. Das habe ich vorher ja weggelassen, damit es nicht zu eintönig, zu pfifferlingslastig wird. Ja, aber da kann man schon sehen, wie viel Spaß das macht, ja, gerade wenn die so in größeren Gruppen auftreten. Ja, insgesamt war es eine tolle Tour, endlich wieder ein Erstfund. Ja, und bevor jetzt hier der Regen anfängt und mich vom Hügel runterwäscht, sage ich dann schon mal tschüss, macht es gut, habt ein tolles Wochenende. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt.
Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, ihr könnt es im Video vielleicht schon sehen, die Sonne ist zurück. Ja, und jetzt schaut schon wieder richtig nach Sommer aus. Wird zwar heute zum Glück nicht so heiß, aber die Sonne lacht, der Himmel ist blau. Ja, und so macht es dann gleich doppelt so viel Spaß. Ja, und eigentlich wollte ich heute Pause machen und mal nicht in den Wald gehen, aber irgendwie hat es mich dann bei diesem Wetter doch rausgezogen. Ja, und jetzt drehe ich eine kleine Runde und check einfach ein paar Habitate und schau mal, was da so los ist. Ja, ich werde auf alle Fälle bei den Habitaten vom violettschuppigen Pfifferling vorbeischauen. Da gab es in der letzten Woche vor allem ein paar Fundmeldungen in den Facebook-Gruppen. Ja, und auch sonst werde ich bei den Raufußröhrlingen vorbeischauen, bei ein paar Steinpilz- und Hexenröhrlingshabitaten und werde auch unterwegs natürlich schauen, was sich so zeigt. Ja, vielleicht finden wir ein paar schöne Arten, die wir vielleicht dieses Jahr noch nicht hatten. Drückt vielleicht ein bisschen die Daumen und dann würde ich sagen, drehen wir eine schöne Waldrunde, genießen wir die Zeit in der Natur und dann haben wir wieder eine tolle Zeit. Ja, und tatsächlich klappt es direkt an der ersten Stelle, die ich kontrolliere, mit dem ersten violettschuppigen Pfifferling 2022. Ja, dass es so schnell klappt, hätte ich nicht gedacht. Dachte schon, ja, vielleicht sind sie da, aber dass es gleich an der ersten Stelle klappt, ist natürlich tipptopp. Ja, und ich würde sagen, da schauen wir uns natürlich die anderen Stellen jetzt umso genauer an und schauen mal, dass wir einen Fruchtkörper finden, der vielleicht ein bisschen deutlicher geschuppt ist. Ja, dieses Exemplar ist sehr, sehr dezent geschuppt, ist aber auch relativ typisch, dass die Hutoberseite bei den violettschuppigen Pfifferlingen sehr, sehr variabel ist. Also da ist von wirklich extrem violett bis zu fast nur gelblich eigentlich alles möglich. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den raus und schauen wir mal weiter zu den anderen Stellen, ob sich da auch schon was tut. Ja, nur ein paar Meter weiter haben wir wieder mal einen Fund aus der Kategorie Bitte nicht drängeln. Schaut sich das mal an. Ja, die werden es wieder schwer haben zu wachsen, wenn sie sich gegenseitig das Wasser und den Platz streitig machen. Aber es ist immer wieder schön, solche Funde zu machen. Ja, und in der Regel lasse ich sowas auch stehen und wachsen und hoffe, dass auch die anderen Sammler entweder den Fund übersehen, ja, oder das stehen lassen, damit man dann so einen Block einfach mal über Wochen beobachten kann. Das mache ich sehr, sehr, sehr gern, um dann zu sehen, ja, wie sich das Wachstum verhält und wie das dann aussieht, wenn dieses ganze Konstrukt dann ein bisschen größer ist. Aber immer wieder schön, solche tollen Gruppen zu finden. Und auch hier wieder erstaunlich, ja, wie hell die Hutoberseite ist. Da ist von violett oder schuppig noch gar keine Spur. Gut, die sind jetzt relativ klein, aber trotzdem, wenn ich nicht wüsste, dass das hier ein Habitat ist, wo nur die violettschuppigen vorkommen, hätte ich die nicht als violettschuppige Pfifferlinge bestimmt. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut euch mal diesen wunderschönen fleischroten Speisetäubling an. Der steht hier wirklich in voller Pracht, wird noch schön von der Sonne angeleuchtet. Ja, und so ein Fund macht doch einfach Spaß. Ja, und dieser fleischrote Speisetäubling zeigt uns eines seiner wichtigsten Merkmale wirklich perfekt. Und zwar die am Hutrand verkürzte Huthaut. Die kann man hier sehr, sehr gut erkennen, wie hier am Hutrand die Lamellen überstehen. Ja, und das gehört mit dieser typischen Farbe sicherlich zu den wichtigsten Merkmalen der Art. Einfach nur wunderschön. Ja, und den werden wir jetzt uns auf alle Fälle mit in den Korb packen. Ja, und weil es ein Katzensprung von der eigentlich geplanten Runde entfernt ist, habe ich mir gedacht, schaust doch noch kurz, ob vielleicht wieder ein Schönfußröhrling nachgewachsen ist. Ja, und tatsächlich, wie man hier sieht, ein wunderschönes, junges Exemplar vom Schönfußröhrling. Einfach nur schön, wie der hier im Wald steht. Ja, und nachdem wir in den letzten Wochen so viele Detailaufnahmen anfertigen konnten von der Art, darf der hier dann jetzt natürlich stehen bleiben. Ich blende euch aber aus den letzten Wochen trotzdem nochmal einen Blick auf die Röhren und auf das Stielnetz ein, damit man die Merkmale nochmal anschauen kann. Ja, und wie gesagt, Schönfußröhrling mit diesem tollen Farbverlauf am Stiel, dem Stielnetz, den gelben Röhren, eigentlich kaum zu verwechseln. Wunderschön. Ja, liebe Pilzfreunde, und ich glaube fast, die Flockenhexen sind kurz vorm Durchstarten. Schaut's mal. Hier eine ganz, ganz kleine stecknadelkopfgroße Babyflockenhexe.
Hier schon die nächsten zwei jungen Flockenhexen. Da steht die nächste kleine junge Flockenhexe. Ja, und ich bin den Berg schon mal ganz vorsichtig runtergegangen, weil ich den Weg hier nämlich schon kenne. Ja, und siehe da. Auch hier unter dem Gras versteckt sich eine Flockenhexe. Und hier habe ich gerade die nächste Flockenhexe gesehen. Ja, und da ist schon wieder die nächste. Ja, und das schaut doch wirklich danach aus, als würden die Flockenhexen versuchen, jetzt richtig, richtig durchzustarten. Phänomenal. Ja, da werde ich mir die zwei, drei größten rauspicken. Und die wandern heute auf alle Fälle mit in den Korb. Sehr schön. Ja, mit diesem tollen Ausblick auf den Sommerwald verabschiede ich mich dann von euch. War nicht ganz so ergiebig wie gestern, ja, war viel weniger los hier. Aber immerhin, der erste violettschuppige Pfifferling. Viele junge Flockenhexen habe ich gesehen, ja, ein paar davon habe ich mitgenommen. Ein wunderschöner Speisetäubling, ja, und natürlich auch der Schönfußröhrling, hat mich sehr gefreut. Aber wie gesagt, insgesamt einfach hier weniger los als gestern. Trotzdem eine schöne Runde, hat Spaß gemacht, ja, und das ist am Ende immer das Wichtigste. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes restliches Wochenende. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen endlich mal wieder zu einer Waldrunde. Ja, es ist wieder soweit. Endlich geht's mal wieder in den Wald. Zwei Wochen Pause. Haben sehr gut getan, waren aber auch hart, wenn man gewohnt ist, zwei, drei, viermal die Woche im Wald zu sein. Ja, und dann eine doch verhältnismäßig lange Pause, zumindest für unsere Verhältnisse. Da wird die Lust jeden Tag größer in den Wald zu gehen. Ja, und heute hat es nicht mehr gereicht. Jetzt konnte ich keine Pause mehr machen heute. Heute musste ich einfach raus. Ja, und habe ich mir gedacht, dann nehme ich euch natürlich dann doch gleich mal mit. Und an der Stelle möchte ich mich bei euch ganz, ganz herzlich bedanken für die lieben und netten Kommentare unter dem Post zur Pause. Ja, das hat mir sehr, sehr gut getan und hat mir auf alle Fälle geholfen, dass es jetzt hoffentlich dann wieder für ein paar Wochen aufwärts geht. Wäre schön, wenn es ja gesundheitlich ein bisschen stabiler bleibt die nächste Zeit. Ich habe viele private Nachrichten erhalten, was denn überhaupt los ist. Dazu vielleicht am Ende vom Video noch ein bisschen mehr. Jetzt soll es erstmal um Pilze gehen. Ja, und jetzt drehen wir eine Runde und hoffen mal, dass sich vielleicht die ein oder andere Art trotz Hitze und Trockenheit zeigt. Also legen wir los und drehen wir eine schöne Waldrunde. Ja, liebe Pilzfreunde, und lange hat es nicht gedauert, bis es mit dem ersten Fund klappt. Schaut mal, was sich da für ein tolles Büschel violettschuppiger Pfifferlinge versteckt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Das sind 6, 7, 8 Fruchtkörper, die da büschelig hier in diesem Loch rauswachsen. Ja, und die werden wir doch jetzt auf alle Fälle ernten und uns genauer anschauen. Und die machen einen sehr knackigen, frischen Eindruck. Und ich denke schon, dass man die auf alle Fälle noch verwenden kann. Das ist doch ein toller Start. Und so macht das Comeback doch richtig Spaß.
Ja, ich habe nicht mal alle geerntet, 2-3 Stück stehen noch drin, aber das reicht doch für den Anfang vollkommen. Schaut sich mal diese tollen Büschel an. Hier 3 wunderschöne, fast komplett ausgewachsene violettschuppige Pfifferlinge. Ja, hier sind es noch mehr in dem Büschel. Einfach nur Wahnsinn. Ja, hoffentlich geht es so weiter. Macht schon wieder richtig Spaß. Ja, und es ist genau das, was mir die letzten 2 Wochen auch so ein bisschen gefehlt hat, auch wenn die Pause natürlich sehr gut getan hat. Aber irgendwie geht es halt dann doch ab, dieses Gefühl, solche Funde zu machen. Immer wieder einfach nur wunderschön. Ja, liebe Pilzfreunde, und auch bei uns ist der Samtfußkrempling angekommen. Ja, und gerade in dem jungen Stadium finde ich die einfach fast noch schöner als ausgewachsen. Ja, also hier vorne haben wir 3 ganz, ganz, ganz junge. Hier schon ein bisschen größer, ja, und da noch ein bisschen größer. Und wenn die so im Wald stehen, dann sieht es doch einfach nur fantastisch aus. Ja, und in den letzten Tagen hat sich das in den Facebook-Gruppen schon so ein bisschen abgezeichnet. Also da kann man in jeder Gruppe eigentlich jetzt jeden Tag mehrfach Bestimmungsanfragen vom Samtfußkrempling entdecken. Und eigentlich kann man die Art relativ leicht bestimmen, ja, oder erkennen. Wenn man sich nämlich diese Fruchtkörper mal anschaut, dann kann man selbst bei den jungen Fruchtkörpern hier erkennen, wie dunkel samtig dieser Stiel ist. Drüber folgen die Lamellen, ja, und darüber dieser eingekrümmte Hutrand. Und damit ist die Art eigentlich kaum zu verwechseln. Ja, und da das Pilzporträt von der Art doch schon wieder ein Jahr her ist, habe ich jetzt doch nochmal 1, 2, 3 Stück rausgenommen und schauen wir es uns vielleicht doch noch im Detail an. Also hier unten, wie schon gesagt, dieser samtige, dunkle Stiel, drüber die Lamellen und darüber dann dieser eingekrempte Hutrand. Wenn man die jetzt nur von oben betrachtet, dann könnte man die schon durchaus mit Maronenröhrlingen oder so verwechseln, aber spätestens auf der Hutunterseite, wenn man die Lamellen sieht und diesen dicken, samtigen Stiel, dann soll es eigentlich klar sein. Ja, vom Speisewert her ist das so ein bisschen ein Pilz, an dem sich die Geister scheiden. Also für uns ist das definitiv kein Speisepilz. Im Netz gibt es aber diverse Rezepte, wie man den verzehrbar machen können soll. Und zwar durch mehrmaliges Abkochen oder durch langes Abkochen und dann zubereitet als Wurstsalat zum Beispiel. Wir haben das ein paar Mal probiert, aber bei uns war der Geschmack immer noch so ein bisschen bitterlich, muffig. Ja, und uns hat der Geschmack jedes Mal nicht zugesagt und dementsprechend bleibt er bei uns, abgesehen von der Teilaufnahme, dann immer unversehrt im Wald. Kann aber durchaus sein, dass er euch schmecken würde, also wenn ihr das mal ausprobieren wollt, gibt es im Netz, wie gesagt, dutzende Rezepte. Uns hat es nicht geschmeckt, aber Geschmack ist ja was sehr Individuelles und dann kann es bei euch vielleicht ganz, ganz anders aussehen. Ja, schauen wir mal, was sich. Ja, und siehe da, sogar die Röhrlinge zeigen sich. Ja, wer hätte das gedacht bei der Hitze? Und zwar ist es wieder der wollstielige Raufußröhrling. Ja, das ist eine Stelle, die liegt direkt am Weg. Ja, und da bin ich natürlich vorbei. Ja, und hier steht einer und jetzt sehe ich gerade aus dem Augenwinkel, da vorne steht schon der nächste. Schon ein bisschen aufgeplatzt von der Trockenheit, aber ansonsten, wobei, wenn ich mir das so anschaue, sehe ich da Netz, ich nehme den mal raus, ja, und das ist tatsächlich ein Gallenröhrling. Dann haben wir 2 Funde in einem sozusagen. Hier kann man das Netz sehr, sehr gut erkennen. Daneben ist gleich der nächste wahrscheinlich, ja, auch ein Gallenröhrling. Man sieht es ja ein bisschen besser an diesem, an dieser typischen Stielfarbe. Ja, und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, da kann man schon sehen, wie ähnlich hier die Hutfarbe ausfällt. Könnt ihr das erkennen? Aber spätestens hier dieses typische dunkle Netz am Stiel, ja, verrät den Gallenröhrling immer. Und spätestens wie hier auf dem zweiten Blick ist es dann in der Regel klar. Ja, würde ich sagen, nehmen wir den wollstieligen Raufußröhrling auch mal raus und dann können wir uns die im Vergleich nochmal in Ruhe anschauen. Ja, und jetzt, wie versprochen, noch der direkte Vergleich vom Gallenröhrling und dem wollstieligen Raufußröhrling. Ihr habt es ja im Video gesehen. Ich dachte anfangs echt, ja, hier stehen lauter junge wollstielige Raufußröhrlinge rum. Ja, und erst auf den zweiten Blick ist aufgefallen, dass das andere Gallenröhrlinge sind. Ja, und jetzt vielleicht einfach mal darauf eingegangen, was sind denn jetzt eigentlich die Unterschiede? Ja, und hier kann man jetzt erstmal schon mal am Stiel erkennen, diese typische dunkle Netzzeichnung vom Gallenröhrling. Ja, und der typische raue Stiel vom wollstieligen Raufußröhrling. Ja, der Name Raufußröhrling kommt nicht von ungefähr. Und das ist schon mal das erste Merkmal. Raufußröhrlinge haben nie ein Netz am Stiel. Ja, und der Gallenröhrling eben dieses typische dunkle. Ja, wenn man dann den Gallenröhrling so ein bisschen kippt, damit man die Röhren sieht. Ich weiß nicht, ob das im Video so gut rüberkommt. Aber der Gallenröhrling hat bereits in diesem Alter schon so ein bisschen rosa stichige Röhren.
Dazu im Gegensatz sind die Röhren vom Wollstieligen Raufußröhrling eigentlich, ja, kann man fast sagen, rein weißlich gefärbt. Ja, und alleine an diesen beiden Merkmalen kann man die beiden Arten, denke ich, schon sehr, sehr gut auseinanderhalten. Ja, könnt ihr da vorne diese weißen, sehr, sehr hellen Täublinge erkennen? Ja, und obwohl die relativ hell und relativ jung sind, sind es definitiv fleischrote Speisetäublinge. Ja, ist ganz normal, dass die in dem Alter noch sehr, sehr hell sind. Das ist ein typisches Habitat von denen. Bei dem kann man schon so ein bisschen diese fleischrote Farbe erahnen. Ja, hier drüben ist noch ein bisschen älteres Exemplar. Da ist es dann noch ein bisschen deutlicher. Ja, und ich denke mal, obwohl die so jung sind, werde ich mir da ein, zwei, drei Stück mitnehmen, weil bei mehreren Tagen an die 40 Grad immer wieder ganz heißer, warmer, trockener Wind, ja, und kein Niederschlag, da werden die nicht weiter wachsen und dementsprechend kann man es dann auch verkraften, ein paar von denen mitzunehmen, auch wenn die eigentlich noch fast ein bisschen zu klein und zu jung sind. Ja, und siehe da, es gibt nicht nur Gallenröhrling und wollstieliger Raufußröhrling, sondern auch wunderschöne Flockenhexen. Schaut sich mal dieses tolle Exemplar an. Jung, frisch, knackig, genauso stellt man sich's vor, ja, und das bei der Trockenheit und Hitze. Wunderbar. Ja, und die beiden Flockenhexen hätte ich jetzt fast übersehen. Ebenfalls sehr jung und knackig, richtig fest noch. Ja, die werden wir natürlich auf alle Fälle auch mitnehmen. Wunderbar. Ja, und hier befinde ich mich in einem Mischwald mit vielen Birken und das ist so ziemlich das allerbeste Habitat für uns, für den gemeinen Birkenpilz. Ja, also da findet man jedes Jahr wirklich wunderschöne, tolle Exemplare. Da bin ich sehr, sehr oft unterwegs. Ja, und dementsprechend wollte ich jetzt auch nachschauen, ob sich hier vielleicht, ja, ein paar Birkenpilze finden lassen. Vor allem auch, weil wir ja vorher den wollstieligen Raufußröhrling hatten. Ja, dann hätten wir die beiden Arten miteinander vergleichen können. Ja, aber bevor ich richtig loslegen konnte, hier zu schauen, sieh, hier ist mein Augenwinkel. Steht eiskalten Fichtensteinpilz rum. Ja, Wahnsinn. Ja, wer hätte das gedacht, hier bei der Trockenheit? Jetzt hat man Gallenröhrling, wollstieliger Raufußröhrling, Hexenröhrling. Ja, und jetzt sogar einen Fichtensteinpilz. Und es ist deutlich mehr los, als ich es mir erhofft hätte. Ja, und es macht einfach nur Riesenspaß, heute unterwegs zu sein. Wahnsinn. Ja, hoffen wir mal, dass er innen genauso aussieht wie außen. Schauen wir mal kurz. Ja, der ist bombenfest. Oh, der hat den Namen Steinpilz verdient. Wunderbar. Ja, den werden wir natürlich jetzt ernten und in den Korb packen. Ja, und dieser Fichtensteinpilz ist wieder ein Paradebeispiel dafür, dass die Beschaffenheit des Stiels, also ob er lang ist oder ob er dünn ist, ob er dick ist, bauchig, kugelig, was weiß ich, das ist kein Bestimmungsfaktor bei den Steinpilzen. Der Stiel kann lang sein und dünn, so wie hier, aber auch ja, fast schon kugelrund und sehr bauchig. Das ist wirklich kein Bestimmungsmerkmal. Wichtig ist immer dieses wunderschöne weiße Stielnetz. Gerade bei den Fichtensteinpilzen ist das sehr, sehr toll ausgeprägt immer. Ja, und die Röhrenfarbe, die hier schon ganz leicht vom Weißlichen ins leicht hellgelb-grünliche abdriftet. Das sind so die ersten Merkmale auf den ersten Blick.
die man da für die Bestimmung heranziehen sollte. Im Schnippel zeigt sich dann direkt unter der Huthaut noch so eine rot-rötliche Verfärbung, so eine rötliche Linie. Und das ist auch so ein Merkmal, das die Steinpilze ausmacht. Ja, und über dieses Merkmal kann man die zum Beispiel dann sehr einfach vom Sommersteinpilz trennen, der diese Linie eben nicht hat. Ja, und bei den Steinpilzen geht es richtig rund. Ich habe jetzt schon ein paar so alte, die schon im Wald liegen oder ja, ziemlich vertrocknet sind, gefunden. Die bleiben natürlich hier, aber zwischendrin gibt es auch immer wieder Lichtblicke. Ja, und die jungen Exemplare sind zwar deutlich in der Unterzahl, aber sie lassen sich auch finden und fühlen sich eigentlich auch noch relativ fest an. Ich nehme den mal raus, schauen wir uns mal von der Unterseite an. Ja, ich denke, auch wenn der schon so ein bisschen einen Trockenschaden hat, kann man den auf alle Fälle noch verwenden. Ja, und der landet jetzt im Korb. Ja, und dieses Fundergebnis kann sich bei den Temperaturen und der Trockenheit auch wirklich sehen lassen. Hier vorne die flockenstieligen Hexenröhrlinge, da ein junger fleischroter Speisetäubling. Ich habe mir zwar noch zwei, drei andere von denen angeschaut, aber obwohl die noch so klein und jung sind, alle schon wurmstichig, alle schon Loch im Stiel. Ja, und dementsprechend ist es bei dem einen dann doch geblieben. Ja, und hier die Fichtensteinpilze. Da der wollstielige Raufußröhrling und natürlich die wunderschönen violettschuppigen Pfifferlinge vom Anfang. Einfach sensationell. Ja, hat sich richtig gelohnt, heute unterwegs zu sein. Hat sehr, sehr gut getan. Waren viele tolle Funde dabei. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und dementsprechend ein wunderbarer, perfekter Start ins Wochenende für mich. Ja, und endlich wieder im Wald unterwegs. Ja, allein diese Luft wieder einzuatmen hier im Wald. Einfach nur ein Traum. Ja, mit diesem Blick auf den Lieblingswald möchte ich mich dann von euch verabschieden und euch versprochen jetzt zum Abschluss noch eine kurze Info, was denn eigentlich los war oder los ist. Ja, ich leide seit einigen Jahren oder schon fast einem Jahrzehnt unter einer chronisch entzündlichen Autoimmunerkrankung, die immer wieder schubweise auftritt. Ja, es gibt schon längere Phasen, wo es mir richtig gut geht, aber dann kommt wieder so eine Phase, ja, wo diese Erkrankung so ein bisschen Überhand nimmt und genau in so einer Phase stecke ich jetzt aktuell und gerade so vor 2 Wochen ungefähr, da war es richtig, richtig schlimm. Und dementsprechend ja, musste ich da irgendwo die Reißleine ziehen und habe mir da selbst eine richtig strikte Pause verordnet. Ja, was so Autoimmunerkrankungen bzw. so einem Schub von so einer Autoimmunerkrankung immer sehr, sehr gerne auslöst, ist Stress. Ja, und genau den hatte ich vor ungefähr 4 bis 6 Wochen. Und zusätzlich habe ich die Ernährung schleifen lassen. Ja, habe es im Sport ein bisschen übertrieben. Ich kann mich da an ein Wochenende erinnern. 10 Kilometer Laufbahn, danach 2 Stunden Fitnessstudio und dann 60 Kilometer mit dem Rad gefahren. Das sind halt so Sachen. Wenn man es übertreibt, ja, dann sagt der Körper irgendwann nein und so war es halt bei mir in dem Fall auch wieder. Also im Prinzip bin ich selber schuld, kann man wirklich so sagen. Und da muss ich einfach in Zukunft, auch wenn es mal über eine längere Zeit gut geht, aufpassen. Ja, dann sollte das eigentlich wieder werden. Also ich bekomme jetzt ziemlich hochdosiert Cortison, damit die Entzündung sehr, sehr schnell abgewürgt wird. Ja, und ich hoffe mal, dass die Entzündung weiter ganz, ganz schnell abklingt und ich dann hoffentlich bald das Cortison ausschleichen lassen kann. Und es mir dann wieder für ein paar Monate mit den richtigen Tools, wie eben Stressvermeidung, Entspannungstechniken und der richtigen Ernährung, dann hoffentlich wieder für einen langen Zeitraum gut geht. Was mir bei dem ganzen Thema wichtig ist, ist nochmal ein dickes Dankeschön. Ja, also gerade diese vielen Kommentare, die haben mir sehr, sehr geholfen. Gerade dieser Zuspruch tut in so einer Situation richtig, richtig gut. Und dementsprechend nochmal ein dickes, dickes Dankeschön an euch alle. Ja, kann mich nur wiederholen, hat mir sehr, sehr gut getan. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, einen tollen Start ins Wochenende. Wenn ihr am Wochenende unterwegs seid, sind natürlich meine Daumen gedrückt, dass ihr ein paar schöne Funde machen könnt. Und ja, dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, es ist immer noch wunderbar sommerlich, fast schon ein bisschen zu sommerlich. Es wäre schön, wenn es ein bisschen abkühlen würde und regnen würde, aber im Wald ist es ja immer ein bisschen kühler und dementsprechend lässt sich es hier sehr gut aushalten, zumindest wenn sich die Mücken ein bisschen zusammenreißen. Ja, und gerade weil es so heiß und trocken ist, habe ich mir heute vorgenommen, werde ich so eine kleine Schluchtenwanderung machen. Das ist hier so eine Schlucht im Buchenmischwald, wo in der Mitte ein Bach durchläuft. Also hier sollte auf alle Fälle genug Feuchtigkeit für Pilzwachstum vorhanden sein. Ja, und dementsprechend hoffe ich schon, dass wir ein paar Arten finden. Vielleicht schaffen wir es, dass es heute zweistellig wird, würde mich freuen. Werde auf alle Fälle Habitate vom harten Zinnobertäubling, vom grüngefelderten Täubling und vom Milchbrätling checken und unterwegs schauen, ja, was sich sonst noch so zeigt. Wird bestimmt wieder eine spannende und interessante Runde. Ja, und da würde ich mich freuen, wenn es mich begleitet. Und dann würde ich sagen, stürzen wir uns in die Schlucht und schauen wir mal, ob sich ein paar interessante Funde machen lassen. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut mal, was hier am Hang wächst. Sieht auf den ersten Blick total unspektakulär aus. Ich dachte auch erst, ui, der erste Maronenröhrling dieses Jahr. Aber es ist, glaube ich, was ganz, ganz anderes und was wirklich
Seltenes, zumindest bei uns. Und zwar müsste das ein Hasenröhrling sein. Ich habe ihn jetzt noch nicht rausgenommen und nicht genauer angeschaut, aber wenn ich mir so die Farbe von dem Stiel anschaue, die Farbe vom Hut, ja, und auch so ein bisschen den Gesamteindruck auf mich wirken lasse, dann bin ich zu 99% sicher, dass es tatsächlich ein Hasenröhrling ist. Ja, und in diesem Habitat ist das für mich ein Erstfund. Ich hatte zwar noch ein Habitat von der Art an einer anderen Stelle, aber das wird letztes Jahr leider vom Harvester verschluckt. Ja, und dementsprechend, wenn das wirklich ein Hasenröhrling ist, ist die Freude natürlich umso größer, ja. Wunderbar. Ja, ich nehme den mal raus, aber ich gehe fest davon aus, dass das ein Hasenröhrling ist. Ja, und ich kann nur sagen, Freude herrscht. Der Verdacht hat sich bestätigt. Auf den zweiten Blick ist es klar, das ist definitiv ein Hasenröhrling. Erkennen kann man das an diesem wunderschönen Stiel. Keine Netzzeichnung, auch sonst keine Marmorierung. Ein bisschen unförmig, ja, mit so ein paar Dellen und dieser typischen bräunlichen Färbung. In Kombination mit den weißlichen Röhren gibt es da eigentlich keine Alternative. Ja, und der Hasenröhrling ist mit dem Kornblumenröhrling verwandt. Und was die beiden Arten auch so ein bisschen auszeichnet, ist das Schnittbild, und zwar der kammerartig hohle Stiel. Das schauen wir uns dann gleich an. Ja, insgesamt wäre der Hasenröhrling essbar und wird als guter Speisepilz beschrieben, ist allerdings relativ selten, befindet sich, glaube ich, sogar mit irgendeinem Status auf der roten Liste bedrohter Arten, weiß nicht genau, welcher Status das jetzt ist aus dem Kopf raus. Ja, und dementsprechend wird der bei uns geschont, also ich habe den jetzt nur für die Teilaufnahmen entnommen. Ja, und dann bleibt er in seinem angestammten Habitat und kann seine Sporen noch ein bisschen verteilen, in der Hoffnung, dass er sich weiter verbreitet. Wirklich ein wunderschöner Fund, ja, und der perfekte Start in die heutige Tour. Ja, dann würde ich sagen, machen wir noch das Schnittbild, damit ich euch den kammerartig hohlen Stiel zeigen kann, und dann geht es auch schon weiter. Ja, und dieser typisch kammerartig hohle Stiel ist wirklich wunderbar ausgeprägt, kann man sehr gut erkennen. Und wenn man alle Merkmale zusammenzählt, also der zimtbraune Hut, der bräunliche Stiel ohne Netzzeichnung, die weißen Röhren, der kammerartig hohle Stiel und das Fleisch, das sich bei Verletzungen hier vor allem im Schnippel gut zu sehen, farblich kaum bis gar nicht verändert, ja, da kann man den Hasenröhrling, wenn man diese Merkmale alle beachtet, eigentlich nicht mit anderen Arten verwechseln. Ja, ich tobe mich noch ein bisschen mit Detailaufnahmen aus, aber dann geht es endlich weiter mit der Waldrunde. Ja, dann hoffen wir mal, dass noch ein, zwei so spannende Funde folgen. Ja, nur ein paar Meter weiter klappt es gleich mit dem nächsten Fund. Wunderbar. Auch die wurzelnden Schleimrüblinge sind bei uns im Pilzjahr 2022 angekommen. Ja, die habe ich auch schon so ein bisschen vermisst. Normal kommen die auch schon so, ja, Mitte, Ende Juni spätestens. Dieses Jahr hat es bei uns ein bisschen länger gedauert bei denen. Und ja, wichtig ist nicht, wann sie kommen, sondern dass sie kommen, und jetzt sind sie da. Und ich würde sagen, bevor wir auf die Details eingehen, nehme ich mal einen raus, dass wir ein paar schöne Detailaufnahmen machen können. Ja, und dann schauen wir uns den in Ruhe an. Ja, und der wurzelnde Schleimrüblinge ist ein Folgezersetzer und gerade in so Laubmischwäldern sehr häufig. Überall, wo es da so einen Totholzstumpf oder Totholz unter der Erde gibt von irgendwelchem Laubgehölz, da ist auch der wurzelnde Schleimrüblinge dann nicht weit und kann sehr häufig gefunden werden. Vom Speisewert her würde ich den eher so als mittelmäßigen Mischpilz beschreiben. Manche schreiben auch, es ist ein guter Mischpilz oder sogar ein guter Speisepilz. Aber insgesamt, finde ich, ist er im Wald deutlich besser aufgehoben als im Speisepilzkorb. Aber Geschmack ist ja was sehr Individuelles, und im Zweifel muss man es halt einfach ausprobieren, ob einem so eine Art schmeckt oder eben nicht. Aber wie gesagt, wir sammeln den eigentlich nicht für Speisezwecke. Ja, und gerade die Pfifferlinge tun sich durch die Trockenheit relativ schwer. Ich meine, wenn ich mir hier das mal anschaue, wie das schon raschelt, wenn man da ein bisschen hinkommt, ja, ist alles staubtrocken. Aber so ein paar Lichtblicke wie diesen blassen Pfifferling hier gibt's. Ja, und den werden wir uns natürlich in den Korb packen. So schön, wie der da steht. Doch noch ein wirklich schönes Exemplar. Und ja, man kann hier an der Hutoberseite schon wieder toll diese blassen Farben erkennen, die für den blassen Pfifferling nicht nur namensgebend, sondern eben auch so typisch sind. Ja, und hier jetzt noch zum Vergleichen so ein typisches Beispiel von einem erheblichen Trockenschaden. Ich nehme ihn jetzt trotzdem mal raus, um den euch zu zeigen.
Schaut euch mal an, wie vertrocknet dieser blasse Pfifferling ist. Einfach schade drum. Wenn der genug Wasser gehabt hätte, um zu wachsen, wäre das ein Monstrum vom Pfifferling geworden. Aber so, wenn ihnen das Wasser ausgeht, ja, dann bleiben die in Anführungszeichen normal groß und sind dann natürlich auch nichts mehr für den Teller. Ja, also bei dem hat der Zersetzungsprozess auf alle Fälle schon begonnen und dementsprechend bleibt er hier. Einfach schade drum. Aber so ist es halt im Hochsommer, wenn es nicht genug regnet, dann trocknen die Pilze dann sehr, sehr schnell aus. Ja, und könnt ihr es da vorne im Steilhang sehen? Ich zoome noch ein bisschen ran. Aha. Da steht doch was. Ja, ich denke mal, ich werde mal versuchen, da hinzukraxeln, ohne hier runter zu purzeln. Und dann werden wir mal schauen, um was sich da handelt. Da bin ich schon gespannt. Rein farblich würde ich sagen, Sommersteinpilz ist es nicht. Schauen wir mal. Ja, und siehe da, tatsächlich eine Netzhexe im Wald. Alles andere als ein alltäglicher Anblick. Die Netzhexe ist bei uns so ein typischer Parkpilz. Also den findet man so in, ja, auf so typisch parkähnlichen Flächen, wie zum Beispiel an Parkplätzen mit Birken, am Badesee mit Eichen und Birken. Ja, direkt in Parks, also Stadtparks oder so. Da sind die Netzhexen sehr, sehr häufig und teilweise massenhaft vertreten. Und ja, im Wald ist die echt selten. Also alle 1, 2, 3 Jahre vielleicht, dass man mal eine Handvoll Netzhexen im Wald findet bei uns. Mit Glück. Ja, und so ein Tag ist heute. Und ja, irgendwie läuft es halt einfach. Ja. Also der Hasenröhrling, jetzt die Netzhexe, macht richtig Spaß unterwegs zu sein. Ja, und in dem Zustand hoffe ich mal, dass die innen genauso aussieht wie außen und dementsprechend wandert die heute im Korb. Ja, vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die Details von der Netzhexe hier ein, wenn sie schon so schön vor uns liegt. Viele werden jetzt wieder sagen, ja, oh, der Hut ist zu hell, das ist bestimmt ein Satansröhrling. Nee, da braucht euch keine Sorgen machen, das ist kein Satansröhrling. Der Satansröhrling hätte einen wirklich kalkweißen Hut. Ja, und der Hut ist typisch netzhexenartig, so olivbräunlich, grünbräunlich, kann man vielleicht auch sagen, gefärbt. Ja, und auch das Netz spricht ganz klar für die Netzhexe. Beim Satansröhrling, der hat zwar auch ein Netz am Stiel, das vor allem direkt unter den Röhren sehr deutlich zu sehen ist, aber das Netz ist ganz, ganz fein. Ja, und hier sieht man schon, bei der Netzhexe ist das Netz deutlich, deutlich gröber und hat auch diese typische rote Farbe. Ja, also die Netzhexe wird bei uns in Bayern auch Rotstrumpf genannt, weil die eben dieses rötlich gefärbte Netz hat. Vor allem unter den Röhren, also hier oben in Richtung Hut, kann man das sehr, sehr gut erkennen. Ja, und gerade weil wir vor kurzem eben ein detailliertes Porträt zur Art gemacht haben, will ich da jetzt gar nicht mehr näher drauf eingehen, sondern wen es interessiert, für den hätten wir das Pilzporträt zur Netzhexe jetzt nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr euch das nochmal alles im Detail anschauen und unter anderem ist da auch ein direkter Vergleich mit dem Satansröhrling dabei. Ja, und hier direkt am Wegesrand klappt es gleich mit dem nächsten Fund, und zwar der Nadelholzbraunporling. Er ist zwar eine Art, die im Speisepilzkorb nichts verloren hat, aber trotzdem wunderschön, gerade mit diesen leuchtenden Farben hier am Rand. Einfach nur ein Traum. Ja, und egal ob reiner Nadelwald oder Buchenmischwald, wo einzelne, hier sind es glaube ich, ja, Lerchen eingestreut sind. Sobald irgendwo ein Nadelbaum in der Nähe ist, ja, da kann man sich eigentlich darauf verlassen, dass auch irgendwo der Nadelholzbraunporling rumsteht. Ist sicherlich einer der häufigsten Porlinge, vor allem da eben, wo es Nadelholz gibt. Ja, und dementsprechend häufig zu finden. Ja, und dementsprechend häufig wird er auch bei Bestimmungsanfragen gebracht. Und ich denke mal, wenn man sich den einmal eingeprägt hat mit diesen tollen Farben, ja, dann vergisst man den nie wieder und hat da keine Probleme, den zu bestimmen. Wunderschön. Ja, liebe Pilzfreunde, und tatsächlich klappt's. Geliefert, genauso wie bestellt. Ein wunderschöner Milchbrätling. Einfach nur ein Traum. Ja, und ich habe noch gar nicht dran gerochen, aber das ist ein typisches Habitat von der Art. Die Farbe ist typisch. Ja, und dementsprechend gehe ich fest davon aus, dass es ein Milchbrätling ist. Ja, warum spreche ich vom dran riechen? Ja, der Geruch ist beim Milchbrätling ein wirklich sehr, sehr wichtiger Bestimmungsfaktor. Alle Milchbrätlinge haben so einen typischen fischartigen Geruch nach Heringslake. Gar nicht unangenehm, sondern wirklich sehr, sehr angenehm. Und ja, daran kann man die Milchbrätlinge sehr, sehr leicht erkennen. Und ja, früher war der Milchbrätling einfach der Milchbrätling und mittlerweile ist das Ganze ein sogenanntes Artenaggregat. Das heißt, es gibt mehrere verschiedene Milchbrätlingsarten, aber die auseinanderzuhalten ist schwierig bis unmöglich, beziehungsweise da braucht es halt dann das Mikroskop. Ja, und das geht uns wieder mal viel zu weit. Für uns ist der Milchbrätling einfach der Milchbrätling und für den normalen Speisepilzsammler oder auch den fortgeschrittenen Interessierten reicht es in der Regel auch. Ja, nehmen wir den auf alle Fälle mal raus und mit und ist bis jetzt auf alle Fälle speisepilztechnisch der schönste Fund bisher.
Ja, liebe Pilzfreunde, und es geht nahtlos weiter. Jetzt hat man gerade den wunderschönen jungen Milchbrätling und hier steht jetzt ein wunderschöner, ebenso junger, knackiger, harter Zinnobertäubling. Ja, aber der harte Zinnobertäubling, der Junge hier, ist nicht ganz alleine, wenn ich jetzt hier mal rüber schaue. Ein wunderschönes Exemplar. Ja, und durch dieses größere Exemplar weiß ich auch, dass es der harte Zinnobertäubling ist. Da gibt es nämlich so einen kleinen Trick, wie man den erkennen kann. Wenn man nämlich den Stiel versucht zusammenzudrücken, ja, der ist beim harten Zinnobertäubling, wie der Name hart schon sagt, sehr, sehr hart. Und ja, der ist hart, die Steine, der lässt sich nicht zusammendrücken. Und dazu im Gegensatz wäre zum Beispiel der Buchenspeittäubling, der in so Waldarten wie ja, dem Buchenmischwald hier auch sehr, sehr häufig vertreten ist, sehr, sehr weich. Also der lässt sich leicht zusammendrücken und damit ist diese Konsistenz von dem Stielfleisch ein sehr, sehr wichtiges Merkmal vom harten Zinnobertäubling. Ja, jetzt kann ich mich mit Detailaufnahmen austoben und dann haben wir da wieder genug Material, um da endlich mal ein vertontes und aktuelles Pilzporträt von der Art zu machen. Sehr schön. Ja, liebe Pilzfreunde, es ist wirklich ein wunderschöner Tag. Schaut's mal, auch der grün gefilterte Täubling lässt sich endlich wieder mal blicken. Oh, ist das herrlich heute. Ja, ich habe die Art schon ein paar Mal gefunden, aber in den letzten Jahren hat es einfach nie geklappt. Wenn dann nur mit ganz, ganz überständigen, kaputten Exemplaren. Und hier klappt es jetzt mal mit einem relativ jungen Exemplar. Ja, und dementsprechend werde ich die Gelegenheit jetzt gleich nutzen, um die Art von allen Seiten detailliert aufzunehmen, damit wir dann endlich wieder mal ein aktuelles Pilzporträt von der Art machen können. Ja, die Art ist eigentlich so gut wie unverwechselbar, die Farben sind typisch und eben diese typische gefilterte Hutoberseite, die einem Täubling auch den Namen gegeben hat, machen die Art eigentlich, ja, wie gesagt, so gut wie unverwechselbar. Ja, und ich finde alleine die Farbe und in Kombination mit dieser etwas ungewöhnlichen Hutoberfläche ist es einfach nur eine wunderschöne Art. Ja, und zum Abschluss vom Video gibt es wieder einen tollen Ausblick auf einen schier endlosen Wald. Ich liebe ja dieses saftige Grün und dann im Hintergrund dieser strahlend blaue Himmel im Hochsommer. Schöner geht's eigentlich nicht. Ja, und wenn wir schon beim Thema schöner geht's eigentlich nicht sind, dann sind wir eigentlich schon bei der Überschrift zur heutigen Tour. Ja, schöner geht's wirklich nicht. Ja, erst schon das neue Habitat vom Hasenröhrling ganz am Anfang und dann auch noch alle Wünsche, die man so ein bisschen im Hinterkopf hatte, haben sich dann erfüllt. Harter Zinnobertäubling gleich in mehrfacher Ausführung, verschiedenen Altersstufen, grün gefilterter Täubling, endlich wieder mal und dann auch noch so ein schönes junges Exemplar. Ja, und natürlich auch Milchbrätling und die anderen Arten, die sich gezeigt haben, einfach nur phänomenal. Hat richtig Spaß gemacht, heute wieder unterwegs zu sein und ich kann euch nur den Tipp geben, auch wenn vielleicht bei euch im Juni nicht so viel Regen gefallen ist wie bei uns, vielleicht habt ihr auch so ein paar Wälder, die so von so ein paar Schluchten durchzogen sind, wo die Sonne nicht so hin kann, wo vielleicht sogar ein kleiner Bach durchläuft. Gerade da ist immer genug Feuchtigkeit vorhanden und da lassen sich auch immer schöne Funde machen. Ja, geht's raus in die Natur, habt Spaß, ist Balsam für die Seele, auch wenn sich keine Pilze zeigen. Und ich denke mal, oft ist es so, gerade jetzt, wenn es im Sommer eine sehr, sehr heiße Phase gibt, ja, dann kommt so eine richtige Pilzflaute oder Pilzpause auf. Und dafür gibt es dann im September oder und Oktober dann so einen richtigen ja, Hammerwachstumsschub, wo dann alles plötzlich anschiebt, wo man gar nicht mehr weiß, wo man zuerst hinschauen soll, weil der ganze Wald voller Pilze steht. Ja, und das würde ich mir für uns alle dann im September und Oktober wünschen. Schauen wir mal, ob es klappt. Auf jeden Fall wird es ein toller Sommer und wahrscheinlich ein noch schönerer Herbst und darauf können wir uns alle freuen. Also, macht es gut, habt noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann.
Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, es ist schon wieder Freitag, es geht ins Wochenende und zum Start ins Wochenende geht es für mich heute wieder in den Wald. Und ich bin heute wieder in einem Laubmischwald unterwegs. Ja, warum? Es ist immer noch sehr, sehr trocken und ich denke mal, hier im Laubmischwald ist die Chance zumindest noch am größten, auf eine gewisse Artenvielfalt zu treffen. Ich war unter der Woche in einem Nadelmischwald unterwegs. Da schaut es fast noch schlimmer aus, es ist noch trockener, ja, und hat sich eigentlich im Prinzip gar nichts finden lassen. Und dementsprechend dachte ich mir, dann geht es heute nochmal in den Laubmischwald und schauen wir hier mal, was so los ist. Ja, und bevor mich jetzt die Mücken hier komplett auffressen, würde ich sagen, reden wir nicht lange um den heißen Brei rum, sondern starten wir eine schöne Waldrunde, ja, und hoffen mal, dass sich ein paar Arten zeigen. Ja, und los geht's gleich mal mit einem Röhrling. Ja, und rein von der Hutfarbe würde ich jetzt mal von einem Gallenröhrling ausgehen. Aber bevor wir da lange rumrätseln, nehmen wir vielleicht mal raus. Was auf der Hutoberseite schon wieder sehr auffällig ist, sind diese Risse von der Huthaut. Ja, und das tritt immer dann auf, wenn es zu trocken ist und dem Fruchtkörper nicht genug Feuchtigkeit zum Wachsen zur Verfügung steht. Ja, dann reißt der Huthaut vor allem bei Röhrlingen gerne immer so ein. Aber nehmen wir mal raus und schauen wir uns genauer an. Ja, was bei dem Gallenröhrling wieder super ausgeprägt ist, ist dieses wunderschöne dunkle Stielnetz, das man hier sehr, sehr schön erkennen kann. Was bei dem Fund allerdings für sein Alter relativ schlecht ausgeprägt ist, sind die Röhren. Und zwar sind die verhältnismäßig weißlich. Ja? Also gerade wenn die älter werden, diese Gallenröhrlinge, dann haben die teilweise wirklich rosa gefärbte Lamellen oder zumindest rosa weißlich. Ja, und das ist hier maximal ganz, ganz dezent ausgeprägt. Aber gerade dieses dunkle Stielnetz ist doch einfach nur wunderschön. Ja, und ist ein sehr einfaches Merkmal, um die Art von den verschiedenen Steinpilzarten dann zu trennen. Ja, und wenn alle Stricke reißen, dann gibt es natürlich noch die Geschmacksprobe. Ein kleines Stück vom Gallenröhrling im Mund sorgt für einen extrem bitteren Geschmack. Ja, und dann spätestens dann weiß man ganz, ganz sicher, dass das kein Steinpilz, sondern ein Gallenröhrling ist. Ja, schauen wir mal weiter. Ja, und weiter geht's dann mit dem ersten Speisepilz für heute. Und zwar ist es wieder der zinnoberrote Täubling, den man ja wie letzte Woche beschrieben sehr, sehr einfach erkennen kann, weil der eben so bombenfestes Stielfleisch besitzt. Ja, und das habe ich bei dem schon überprüft. Also einfach kurz unter den Hut gefasst, versucht den Stiel ein bisschen zusammenzudrücken. Keine Chance, und damit passt es nicht nur farblich, sondern auch von der Konsistenz des Fleisches. Und dementsprechend wandert der, wenn er von der Hutunterseite genauso gut aussieht wie von oben, natürlich heute wieder ins Körbchen. Ja, und die zinnoberroten Täublinge mausern sich bei uns so ein bisschen zum Massenpilz. Hier haben wir schon wieder zwei. Einfach nur wunderschön. Ja, und die beiden werden auf alle Fälle im Speisepilzkorb landen. Phänomenal. Ja, und obwohl wir eine sehr heiße und trockene Phase haben, finden anscheinend die Lungenseitlinge im Totholz tatsächlich doch noch irgendwo verwertbare Flüssigkeit. Ja, und beginnen wieder neu zu wachsen. Wer hätte das gedacht?
Ja, und gerade wenn es so ein bisschen pilzarm ist wie jetzt, weil es eben so heiß und trocken ist, ja, da freuen einen so, solche Funde umso mehr. Und dementsprechend werde ich mir jetzt wieder die zwei, drei schönsten herauspicken. Ja, und die wandern zusammen mit dem zinnoberroten Täubling dann natürlich in den Speisepilzkorb. Ja, und hier haben wir schon den nächsten Täubling, und zwar sollte das ein Frauentäubling sein. Ja, und erkennen kann man das an dieser typischen, wie ich immer sie nenne, Frauentäublingsfarbe. Ja? Nicht grün, nicht blau, nicht violett, sondern alles gemischt einfach. Ja? Also ein bisschen grünlich ist dabei, ein bisschen bläulich ist dabei, ein bisschen violett in der Hutmitte ist dabei. Ja, und das ist ganz, ganz typisch für Frauentäublinge. Zusätzlich dann natürlich noch die biegsamen Lamellen, das können wir uns gleich nochmal anschauen. Aber alleine von der Farbe her kann man da schon zu 99% sicher sein, dass es sich um einen Frauentäubling handelt. Ja, und um uns zu vergewissern, können wir jetzt noch den Lamellentest machen. Dazu streichen wir einfach mit dem Finger vorsichtig über die Lamellen. Ja, und wie man hier sieht, sind die Lamellen weich, biegsam und brechen nicht. Und auch das ist ein wichtiges Merkmal von den Frauentäublingen. Also fassen wir zusammen, diese typische Hutfarbe in Kombination mit den biegsamen Lamellen. Und wem das alles nicht reicht, ja, der kann dann natürlich bei einem Täubling immer noch die Geschmacksprobe machen. Dazu am besten ein Stück Hut mit Huthaut, Hutfleisch und Lamellen. So eine Minute lang kauen, ja, und wenn der Geschmack angenehm mild ist, dann handelt es sich generell um den essbaren Täubling. Und wenn der Geschmack nicht mild ist, also scharf, brennend, unangenehm, dann handelt es sich um den ungenießbaren oder giftigen Täubling. Wichtig ist dabei natürlich immer, wenn man diese Geschmacksprobe durchführt, dann muss man sich wirklich zu 1000% sicher sein, dass es ein Täubling ist, weil eine Verwechslung mit einem tödlich giftigen Knollenblätterpilz zum Beispiel wäre bei der Geschmacksprobe schon sehr, sehr gefährlich, auch wenn die Geschmacksprobe natürlich immer ausgespuckt wird. Ja, und ihr glaubt es gleich mit dem nächsten Frauentäubling, auch den nehmen wir natürlich mit. Auch wieder ein sehr, sehr tolles, eigentlich knackfrisches Exemplar. Ja, wundert mich eigentlich, dass so viel los ist heute. Sehr schön. Ja, und da das hier nicht ein reiner Laubwald ist, sondern ein Laubmischwald mit eingestreuten Fichten und Lärchen und hier und da mal eine Kiefer, gibt es ja auch Arten, die man sonst eigentlich nur im Nadelwald findet. Ja, und hier haben wir so eine Art vor uns, und zwar dürfte das wieder der Samtfußkämpling sein. Hier unten kann man schon super diesen typischen samtigen Stiel erkennen. Ja, und ich denke, wenn wir den rausnehmen, wird sich der Verdacht sehr, sehr schnell bestätigen. Ja, und genauso habe ich mir das erhofft. Ich musste den gar nicht ernten, um euch die Details zu zeigen, sondern konnte einfach dieses Stück Totholz hochheben. Und so bleibt der Samtfußkämpling mit seinem Substrat verbunden und kann weiter wachsen. Hier sehen wir jetzt wieder diesen wunderschönen dunkelbraunen, samtigen Stiel, der dann letztendlich hier oben direkt in die Lamellen übergeht. Ja, und hier oben dann auch ganz, ganz typisch dieser eingekrempte Hutrand. Einfach nur wunderschön, ja, und unverwechselbar. Also wenn man diese Merkmale, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon gesagt, in Kombination betrachtet, dann gibt es da eigentlich keine Art, mit der man den Samtfußkrempeling letztendlich verwechseln kann. Ja, liebe Pilzfreunde, und könntet diese wunderschöne Art alleine vom Seitenanblick schon erkennen? Ja, und es ist tatsächlich wieder der grün gefällerte Täubling. Und dieses Mal nicht ein kleines, sondern sogar ein ausgewachsenes Exemplar. Einfach nur wunderschön. Ja, und der dritte Täubling heute. Jetzt hat man Zinnobertäubling, Frauentäubling und jetzt sogar noch den grün gefälderten Täubling. Schauen wir mal, ob es vielleicht noch ein, zwei Funde aus der Gattung der Täublinge gibt, weil die scheinen sich hier bei der Hitze und bei der Trockenheit dann doch noch relativ wohl zu fühlen.
Ja, liebe Pilzfreunde, mit diesem wunderschönen Ausblick auf die Schlucht im Buchenmischwald möchte ich mich dann langsam aber sicher von euch verabschieden. War wirklich eine tolle und interessante Runde mit ein paar Überraschungen. Dass sich so viele Arten zeigen, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, nachdem es so heiß und trocken war. Aber so ist es halt, der Wald weiß einen immer zu überraschen. Und wenn man viele Funde macht, mit denen man eigentlich gar nicht rechnet, ja, dann macht es natürlich doppelt so viel Spaß. Und dementsprechend war es eine wirklich wunderbare, tolle Waldrunde. Ja, vielleicht dreht ihr auch eine Waldrunde, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so gefunden habt. Ist immer wieder interessant zu erfahren, wie es in anderen Regionen in Deutschland aussieht. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, der Sommer hat uns fest im Griff. Es ist noch nicht mal Mittag und trotzdem hat es schon wieder über 30 Grad. Sehr, sehr heiß und der für gestern angekündigte Regen, ja, hat uns wieder sorgfältig ignoriert, ist ganz, ganz akribisch um unsere Wälder herumgezogen, ja, und hat unsere Wälder leider verschont. Ja, und dementsprechend trocken ist es und dementsprechend gering ist die Hoffnung auf viele Funde heute, aber so ein Waldspaziergang ist natürlich immer schön und wer weiß, vielleicht gibt es die ein oder andere Überraschung und dementsprechend gehe ich heute eine größere Runde, ja, schau mal, was sich so zeigt und nehme euch da natürlich wieder mit. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet und dann drehen wir eine schöne heiße und hoffentlich dann doch ein bisschen spannende Waldrunde. Legen wir los. Ja, und immerhin, hier klappt es mit einem Täubling. Ja, und er erinnert mich an den Erstfund von unter der Woche. Da war ich ja, wie schon in der letzten Tour beschrieben, im Nadelwald unterwegs. Und ja, da gab es eigentlich nichts außer den Erstfund, und zwar den Manteltäubling. Ja, und der erinnert mich sowohl von der Größe als auch von der Farbe her sehr stark an den Fund von unter der Woche. Ja, und ich würde sagen, jetzt nehmen wir den mal raus und dann schauen wir uns den genauer an. Ja, und ein bisschen weiter habe ich sogar noch mal zwei Exemplare entdeckt. Das dürften auf alle Fälle die gleichen Täublinge sein. Ja, gleicher Standort, gleiche Farbe, gleiche Größe. Ja, und ich würde sagen, die sehen ein bisschen besser und frischer aus. Und dann nehmen wir lieber einen von denen raus und schauen uns den dann genauer an. Ja, und ich habe mein Näschen schon dran gehalten und es ist auf alle Fälle der Mandeltäubling. Ist ein wirklich wunderbarer Geruch nach Bittermandel, also wer Marzipan mag oder Bittermandel generell, für den wird der Geruch sehr, sehr angenehm sein. Ich weiß nicht, ob es viele von euch gibt, die ab und zu mal backen. Da gibt es ja diese Aromafläschchen, ja, wo auch das Aroma Bittermandel dabei ist. Ja, und im Prinzip genau so riecht auch der Bittermandeltäubling. Und es gibt im Prinzip zwei Arten mit dieser Hutfarbe und diesem Bittermandelgeruch. Der eine ist der Bittermandeltäubling oder der Mandeltäubling besser gesagt und der andere ist der Morsetäubling. Der Morsetäubling hat aber zusätzlich zu diesem Bittermandelgeruch auch noch schwarze oder zumindest sehr, sehr dunkle Lamellenschneiden. Ja, und die hat der Mandeltäubling, den wir hier vor uns haben, eben nicht. Und hier kann man sehr schön sehen, wie schön weiß die Lamellenschneiden sind und damit ist es der Mandeltäubling. Weitere ähnliche Arten wären zum Beispiel die verschiedenen Stinktäublinge, die besitzen aber keinen Geruch nach Bittermandel. Ja, und hier klappt es gleich mit dem nächsten Fund. Und zwar ist es der erste Kartoffelbubis bei uns im Pilzjahr 2022. Ja, und die zweite Art auf der heutigen Tour. Immerhin. Ja, und warum die Kartoffelbubis heißen sollte, alleine anhand von Form und Farbe von außen betrachtet relativ klar sein. Wirken wirklich wie so eine, ja, Kartoffel. Und innen, und deswegen habe ich den auch geerntet und schnippelt gemacht, besitzen sie eine ganz, ganz dunkle, fast schwarze Farbe mit so einer ganz tollen Maserung. Ja, und das wollte ich euch unbedingt zeigen und deswegen habe ich den geerntet und schnippelt gemacht. Wenn die ganz, ganz jung sind, kann es auch nochmal deutlich, deutlich heller ausfallen, fast weißlich, bisschen weiß-gelblich. Aber sobald die ein gewisses Alter erreichen, sind die eigentlich innen immer so dunkel gefärbt wie hier. Ja, und sogar der ein oder andere Speisepilz lässt sich blicken, siehe da. Obwohl das hier ein eigentlich sehr lichter Südhang ist und die Sonne hier sehr gut hin kann, steht hier noch ein Farntäubling rum. Ja, und ich habe den Stiel schon mal vorsichtig ein bisschen gedrückt. Der scheint nicht hohl zu sein. Ja, und dementsprechend landet er auf alle Fälle heute im Speisepilzkorb. Wunderbar.
Ja, und gerade der Stiel bei den Täublingen ist immer so eine Sache. Wenn man den Stiel zusammendrückt, bei egal welcher Art, und der ist schon komplett weich, dann kann man davon ausgehen, dass der von Madengängen durchzogen ist. Ja, und wenn er aber noch schön fest und hart ist, dann kann man sich eigentlich fast immer darauf verlassen, dass der nicht nur der Stiel, sondern der ganze Täubling in einem perfekten Zustand ist. Ja, und hier habe ich den Stiel schon ein bisschen zugeputzt und unten abgeschnitten. Und hier können wir ganz klar sehen, nicht ein Fraßgang. Ja, und so stellt man sich doch einen perfekten Täubling im Prinzip vor. Nicht ein Fraßgang, wie gesagt. Ja, und so wird es sich durch den ganzen Pilz ziehen. Einfach nur wunderschön. Ja, und vielleicht haben wir das Glück, dass wir noch zwei, drei weitere von der Qualität finden. Ja, und dann einfach scharf anbraten, ein Ei drüber. Und schon hat man ein sehr leichtes, aber ein perfektes Mittagessen. Ja, und auf die harten Zinnobertäublinge ist bei uns wirklich Verlass. Egal, wo man sich hier im Buchenmischwald aufhält, überall kann man sie immer noch finden. Ja, und einer der ganz, ganz großen Vorteile der Art ist halt auch, durch dieses extrem harte Stielfleisch sind die fast nie wurmstichig. Ja, da sind sich die kleinen Pilzwürmer fast schon ein bisschen zu schade oder einfach zu schwach, sich da die Mühe zu machen. Ja, und dementsprechend ein weiterer Vorteil von dieser Art, die scheinbar auch mit der Trockenheit sehr, sehr gut umgehen kann. Ja, und hier klappt es tatsächlich mit einem Erstfund. Das ist genau die Überraschung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Ja, und ich werde den jetzt mal rausnehmen. Ich vermute fast, den werde ich hier im Wald nicht bestimmt bekommen. Aber zum Mitnehmen und zum Bestimmen ist es auf alle Fälle was. Wunderbar. Ja, und jetzt war es doch ganz, ganz einfach, die Art zu bestimmen. Das heißt einfach, das ist wieder ein glücklicher Zufall. Vor ein paar Tagen oder vielleicht waren es auch ein, zwei Wochen, hat in der Pilzgruppe auf Facebook jemand den Sonnentäubling gepostet. Ja, und als ich den jetzt vorher rausgenommen habe, diesen Täublingserstfund, da ist es mir ja wie Schuppen von den Augen gefallen und ich hatte sofort den Gedanken, Sonnentäubling. Ja, und jetzt habe ich mir die Merkmale angeschaut. Also erstmal, das Fleisch ist extrem brüchig. Ja, das ist schon mal so ein Merkmal, das zwar viele andere Täublinge auch haben, aber der ist sehr, sehr fragil. Ja, das nächste Merkmal ist diese typische sonnengelbe Hutoberseite und wie man hier auch sehr gut erkennen kann, dieser geriefte Hutrand. Ja, ein weiteres Merkmal ist, der hat so einen ganz, ganz eigenartigen Geruch. Ja, und meine Jungs, die essen ganz gerne Senfgurken, wenn es Brotzeit gibt. Ja, und so ein bisschen erinnert mich dieser Geruch an Senfgurken. Und auch das ist so ein Merkmal, das der Sonnentäubling ja, inne hat. Und ein weiteres Merkmal ist der im Alter wattikule Stiel, den man hier jetzt sehr gut erkennen kann. Ja, und ich habe die chemischen Reaktionen jetzt zur Absicherung noch nicht gemacht, aber ich gehe ganz, ganz fest davon aus, dass es der Sonnentäubling ist. Ja, und damit der zweite Täublingserstfund innerhalb einer Woche. Und so macht es natürlich doppelt Spaß. Ja, und wie schon gesagt, ganz am Anfang habe ich gesagt, es ist immer eine Überraschung möglich. Ja, und genau das ist jetzt so eine Überraschung. Und dementsprechend bin ich überglücklich. Ja, und da sieht man mal, dass auch bei Hitze und Trockenheit sich so eine Tour richtig, richtig lohnen kann. Ja, und liebe Pilzfreunde, kennt ihr das? Wenn ihr eigentlich schon wisst, ihr macht gerade einen Riesenfehler, ja, macht es trotzdem. Ja, genauso ist es bei diesem Täubling.
Ich habe kurz nachgeschaut, der Geschmack wird teilweise als wirklich extrem scharf beschrieben. Ja, aber lassen konnte ich es trotzdem nicht und habe ein kleines Stück vor allem mit Lamellen probiert. Huiuiuiui. Ja, Beschreibung stimmt, würde ich sagen. Also sehr, sehr unangenehm scharf. Ja, und dementsprechend ist es auf alle Fälle der Sonnentäubling. Ja, und hier sehen wir jetzt im Hintergrund noch eine von den chemischen Reaktionen, die ich gemacht habe. Diese leichte rosa Verfärbung kommt von der chemischen Reaktion mit dem Eisensulfat. Und auch das passt. Ja, ist einfach nur wunderbar. Wie gesagt, zweiter Täublingserstfund diese Woche. Und so macht Spaß. Ja, liebe Pilzfreunde, und während die hier außen stehenden samtigen Pfifferlinge relativ mitgenommen ausschauen, ja, die haben schon sehr, sehr viel Trockenheit erwischt, gibt es hier innen drin noch ein paar wunderschöne Exemplare. Ja, und da werden wir uns ein, zwei Exemplare nehmen, um nochmal ein paar schöne Detailaufnahmen anzufertigen. Wunderbar. Ja, und hier kann man auch schon erkennen, dass die relativ trocken sind. Gerade dieses Exemplar hier hat sich beim Wachsen schon sehr, sehr schwer getan, ja, und hat auch schon so einen latenten Trockenschaden. Aber nichtsdestotrotz ist einfach eine wunderschöne, wenn auch sehr zierliche Art, ja, und immer wieder ein Foto wert. Einfach nur schön. Ja, und hier haben wir jetzt eine relativ unscheinbare, aber doch sehr besondere Art, und zwar ist das die vielgestaltige Holzkeule. Ja, und wie der Name vielgestaltig schon andeutet, die kann die verschiedensten Formen abbilden. Ja, und müsst ihr mal im Netz googeln, also die kann auch wirklich sehr, sehr gruselig aussehen. Und zwar wie so eine Trollhand oder eine Zombiehand, die so ein bisschen aus dem Boden wächst. Weil je nach Standort kann es auch so wirken, als würde da wirklich so eine Hand aus dem Boden kommen. Heißt auf Englisch auch Dead Man's Fingers. Müsst ihr mal googeln, da gibt es wirklich spektakuläre Bilder, ja, wo einem so ein bisschen eiskalt den Rücken runterläuft. Aber wenn man weiß, was es ist, braucht man sich nicht um die Zombie-Hand Sorgen machen. Aber schön, dass die sich hier auch mal zeigt. Ich nehme gleich eine von denen raus, mache noch ein Schnittbild, weil die in der Mitte vom Fruchtkörper meist eine wunderschöne Maserung haben. Und ja, das will ich euch gern zeigen und deswegen nehmen wir da jetzt gleich eine raus. Ja, und ich denke, da habe ich euch nicht zu viel versprochen. Schaut es nicht toll aus? Diese schwarzen, verzweigten Linien innerhalb von diesem weißen Fleisch und dieser schwarzen, ja, dieser punktförmigen Hülle hier am Rand. Einfach nur immer wieder schön anzuschauen. Ja, liebe Pilzfreunde, das war doch jetzt eine wunderbare Runde zum Abschluss vom Wochenende. Ja, und ich kann nur sagen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, genauso wie am Freitag. Ja, und heute fast noch eine größere Artenvielfalt und sogar einen Erstfund. Was will man mehr? Ja, was haben wir gefunden? Die verschiedenen Täublingsarten, also Frauentäubling, Mandeltäubling, Zinnobertäubling und natürlich der Erstfund Sonnentäubling. Dann der Kartoffelbubis, die vielgestaltige Holzkeule, der samtige Pfifferling. Ja, so macht es einfach nur riesen Spaß. Jetzt bräuchte es aber wirklich auf alle Fälle Regen, ja. Jetzt soll der angekündigte Regen, der in der Wetter-App für nächste Woche schon wieder drinsteht, doch bitte auch endlich fallen, ja. Also meine Daumen sind schon blau vom Daumen drücken. Ich hoffe mal, ihr helft es ein bisschen mit, drückt auch ein bisschen die Daumen. So 20, 30 Liter sind mittlerweile fast schon zu wenig. Wenn wir die nächsten zwei Wochen vielleicht so, ja, vielleicht 40, 50, vielleicht 60 Liter auf dem Quadratmeter bekommen könnten, wäre das tipptopp und dann können wir uns auf eine richtige Pilzexplosion im August freuen. Ob das so kommt, weiß ich nicht, aber ich erhoffe es mir und wie gesagt, die Daumen sind dauerhaft gedrückt, dass es bei uns und natürlich auch bei euch endlich ausreichend Niederschlag gibt. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht es gut und bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, der Sommer und die Trockenheit haben uns weiter fest im Griff. Gab zwar unter der Woche ein bisschen Niederschlag, knappe 10 Liter auf dem Quadratmeter, aber nur das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, und dementsprechend ist es immer noch sehr, sehr trocken
Und trotzdem bin ich heute mal nicht in der Schlucht im Buchenmischwald unterwegs, da wo es schön schattig und feucht ist, sondern ich habe mir heute eine Runde durch den Lieblingswald vorgenommen. Ja, der Lieblingswald heißt so, weil ich hier eigentlich am meisten unterwegs bin. Denk mal so, spätestens alle 2-3 Wochen schaue ich hier mal vorbei. Ja, im Herbst vielleicht sogar noch ein bisschen öfter, im Winter ein bisschen seltener. Aber so um den Dreh rum, alle 2-3 Wochen bin ich hier und dementsprechend kenne ich den Wald von allen Wäldern, in denen ich unterwegs bin, eigentlich am besten und weiß, wo es hier so ein paar Ecken gibt, wo sich die Feuchtigkeit vielleicht noch ein bisschen länger hält. Ja, und da will ich heute hinschauen und mal prüfen, ob sich noch was zeigt. Ob sich Pilze zeigen, weiß ich nicht. Ist wie gesagt sehr trocken. Wenn sich Pilze zeigen, dann zeige ich sie natürlich euch. Und wenn nicht, dann machen wir einfach einen schönen Waldspaziergang und schauen wir mal, ob wir vielleicht ein paar Brombeeren oder so eintüten können. Irgendwas zu finden gibt es im Wald immer. Spannend und schön ist es auch. Und dementsprechend legen wir los. Ja, und wie erhofft, gehen wir nicht leer aus. Immerhin, zumindest die erste Art hat sich jetzt schon mal finden lassen. Ja, und um welche Art es sich handelt, erkläre ich euch, wenn ich ihn rausgenommen habe. Da können wir nämlich dann eins der wichtigsten Merkmale anschauen. Ja, und wenn wir uns jetzt diese Lamellen mal ganz, ganz genau anschauen, dann sehen wir, wie schön gezackt die hier ausfallen. Ja, und das ist mit das wichtigste Merkmal von der Art. Das ist nämlich der schuppige Sägeblättling. Und das kommt eben davon, weil die Lamellen aussehen wie so ein kleines Sägeblatt. Ja, ansonsten ist der schuppige Sägeblättling leider kein Speisepilz. Aber das ist eine Art, die man auch bei sehr großer Trockenheit finden kann. Also die mag es relativ trocken und die kommt auch nicht nur einzeln, sondern gerade wenn es so trocken ist, auch sehr gehäuft vor. In manchen Jahren, wenn es so trocken ist, ist es sogar ein echter Massenpilz. Dieses Jahr habe ich die Art nur vereinzelt gefunden. Aber wie gesagt, immerhin, bei den Temperaturen und bei der Trockenheit muss man über jede Art froh sein, die sich zeigt. Ja, und gerade wenn es dann so eine große, schöne Art hier wie der schuppige Sägeblättling ist. Und dann zusätzlich noch dieses tolle Merkmal mit den Lamellen so schön ausgeprägt ist. Ja, da kann man sich auch über solche ungenießbaren Funde, die dann natürlich auch im Wald bleiben, sehr, sehr freuen. Ja, und von den schuppigen Sägeblättlingen wimmelt es hier richtig. Also das ist jetzt sicherlich der 6., 7. Fruchtkörper, den ich sehe. Und hier jetzt auch nochmal ein jüngeres Exemplar. Also man hat schon gesehen, der vorher, der war richtig, richtig groß. Ja, und auch schon hatte schon ein gewisses Alter. Ja, und der hier ist deutlich kleiner und dementsprechend jünger. Und hier kann man oben auch noch besser diese Schuppen erkennen, die auch eben für den schuppigen Sägeblättling relativ typisch sind. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut's mal, auf was ich gerade gestoßen bin. Absoluter Wahnsinn. Die breitblättrige Glucke. Ja, und es ist erst das 3. oder 4. Habitat bei uns in der Region, wo diese Art vorkommt. Und dementsprechend ein seltener Anblick ist es. Also normal war es immer so, einmal haben wir sie gefunden in dem Jahr, dann war 1, 2, 3 Jahre Pause und dann hat sie sich wieder gezeigt. Und dann war wieder Pause. Ja, und jetzt hat man sie letztes Jahr und dieses Jahr jetzt schon wieder. Und hier jetzt sogar in einem neuen Habitat. Ja, und das bei der Trockenheit und den Temperaturen. Wahnsinn. Also das ist sicherlich einer der schönsten Funde für mich aus den letzten Wochen. Und es ist wieder ein wunderbares Beispiel dafür, dass man nicht oft genug in den gleichen Wald gehen kann, weil er immer eine Überraschung für einen bereithält. Ja, wir sind hier im Lieblingswald eigentlich, ja, eigentlich ganzjährig, mindestens alle 2 Wochen mal unterwegs. Und das seit Jahren oder eher schon Jahrzehnten. Und trotzdem gibt es hier jedes Jahr Überraschungen und es zeigen sich Arten, die sich in den Jahren und Jahrzehnten davor nicht gezeigt haben. Ja, und so ist es hier mit der breitblättrigen Glucke. Die gab es hier bisher nicht, zumindest haben sie bisher hier nicht entdecken können. Ja, und jetzt zeigt sie sich und dann auch noch so ein schönes und junges Exemplar. Wunderbar. Ja, und weil es einige Pilzsammler gibt, die da so ein bisschen Schwierigkeiten haben, die verschiedenen Gluckenarten zu unterscheiden, haben wir da vor einiger Zeit mal ein Video extra dazu gemacht. Da geht es darum, wo findet man die grause Glucke, wie sieht die aus? Wo findet man die breiblättrige Glucke, wie sieht die aus? Ja, und wie kann man die beiden Arten voneinander unterscheiden?
Ist auch ein direkter Vergleich zwischen der krausen Glucke und der breitblättrigen Glucke enthalten. Also wenn ihr da ein bisschen Schwierigkeiten habt, die beiden Arten sicher voneinander zu trennen, dann schaut da gerne mal rein. Ich verlinke euch dieses Video in der Videobeschreibung. Ja, schaut mal, selbst die Samtfußkrämplinge bei uns mit erheblichen Trockenschaden. Also so extrem habe ich das bei uns auch noch nicht gesehen. Ansonsten wirklich ein wunderschönes junges Exemplar, aber schon jetzt komplett vertrocknet. Ist hart wie Stein. Wahnsinn. Schaut euch mal diesen jungen Samtfußkrämpling an. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Also ich nicht. Ja, zum Zustand von diesem klebrigen Hörnling, glaube ich, brauche ich nicht viel sagen. Komplett starr, komplett ausgetrocknet und es ist schon wirklich extrem mit der Trockenheit dieses Jahr. Aber ich glaube, ich habe es die letzten Wochen schon mal gesagt, ganz, ganz oft, wenn es im Sommer so heiß und trocken ist und so eine richtige Pilzflaute herrscht, ja, dann wird es im Herbst, so September, Oktober und vielleicht noch bis weit in den November rein, umso schöner. Und dementsprechend muss man sich einfach oder kann man sich an dem Gedanken festhalten. Und irgendwann muss der Regen einfach kommen. Ja, und dann wird es bestimmt ein toller, spannender Herbst. Ja, und siehe da, neben der breitblättrigen Glucke jetzt noch so eine kleine Überraschung. Ein relativ gut aussehender, fleischroter Speisetäubling. Also wenn man sich das hier anschaut, das ist wirklich staubtrocken. Ja. Dass da überhaupt was wächst, ist schon ein Wunder. Ja, und dass dann, wenn was wächst, das noch in so einem Alter relativ einigermaßen vernünftig gut aussieht, ist dann eigentlich schon das zweite Wunder. Ja, das soll es für die heutige Waldrunde dann auch gewesen sein. Wie anfangs vermutet, allzu viel ist nicht los. Ja, also so Arten wie vertrocknete Samtfußkrämplinge oder klebrige Hörnlinge oder auch noch relativ knackige Frische, schuppige Sägeblättlinge, ja, mit denen war schon so ein bisschen zu rechnen. Gerade die Sägeblättlinge sind ja typisch Wärme, Hitze und trockenliebend. Ja, aber die breiblättrige Glucke, eine echte Überraschung. Ja, und so ziemlich der schönste Fund aus den letzten Wochen. Und diese Art zeigt auch wieder, genauso wie der Sonnentäubling letzten Sonntag, dass egal wie in Anführungszeichen hoffnungslos trocken der Wald ist, es ist immer eine Überraschung möglich. Ja, wie lassen wir den Juli jetzt ausklingen? Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt, ob ich am Sonntag nochmal eine letzte Runde im Juli drehen soll. Wenn ich eine Runde drehe, dann aber auf alle Fälle wieder im Buchenmischwald und am besten in der Schlucht mit einem Bachlauf. Da ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sich noch was zeigt. Und ansonsten ist jetzt, denke ich, das Ende der Fahnenstange erreicht. Mittlerweile ist die Trockenheit so krass, dass sich wirklich fast gar nichts mehr zeigt. Und dementsprechend, ja, wenn überhaupt, dann nochmal eine Runde im Buchenwald und dann wieder, wenn es regnet. Wobei für heute Nachmittag und heute Abend und die Nacht bei uns Regen angekündigt wäre. Wenn es natürlich einen von unseren Wäldern trifft, soll wieder nur sehr punktuell sein, wäre es natürlich tipptopp. Ja, und dann macht es auch in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr Spaß. Und spätestens ab der Monatsmitte August hoffe ich dann schon, dass es einen Wetterumschwung gibt. Ja, und dass es dann spätsommerlich, herbstlich, nasser weitergeht und wir dann wirklich den erhofften tollen nassen und pilzreichen Herbst bekommen, den wir uns alle so sehr wünschen. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, ein schönes Juli-Finale und vielleicht auch jetzt schon einen tollen Start in den Pilzmonat August, der hoffentlich feuchter und pilzreicher wird als das Juli-Finale. Also macht es gut und bis dann. Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Waldrunde. Ja, und natürlich auch zur letzten Waldrunde im Pilzmonat Juli. Ja, es ist schon wieder der letzte Tag im Juli. Morgen beginnt der August und wieder ein neuer Monat. Und dementsprechend, ja, will ich den Monat Juli jetzt nicht ganz so ohne letzte Tour ausklingen lassen und drehe nochmal eine kleine Runde, mache einen kleinen Waldspaziergang. Ja, und schau, was sich hier und da vielleicht noch so zeigt. Und ja, dann würde ich vorschlagen, drehe mal eine entspannte Runde durch die Natur. Würde mich freuen, wenn es mich begleitet. Und dann schauen wir mal, mit welchen Arten wir uns vom Pilzmonat Juli in diesem Jahr verabschieden können. Ja, liebe Pilzfreunde, und los geht's heute mit einer Art, die sich uns schon sehr lange nicht mehr gezeigt hat. Und zwar ist es der grünblättrige Schwefelkopf. Und da sieht man auch wieder, dass die Hutoberseite vom grünblättrigen Schwefelkopf relativ rötlich gefärbt sein kann. Gerade wenn es so ein bisschen trockener ist, dann fällt die Hutfarbe gerne auch mal so ein bisschen rötlich aus. Ja, und gerade dann ist eine Verwechslung mit dem ziegelroten Schwefelkopf möglich. Man erkennt den
grünblättrigen Schwefelkopf, dann aber vor allem an seinen typisch neongelben Stiel, wie man hier schon relativ gut erkennen kann. Leuchtet richtig neongelb raus. Ja, und ich würde vorschlagen, auch wenn die relativ klein sind, nehmen wir mal ein, zwei Stück raus, machen noch ein paar Detailaufnahmen. Ja, und immerhin schon mal die erste Art auf der Fundliste heute. Ja, und hier denke ich, kann man es relativ gut erkennen, wie neongelb der Stiel ausfällt, wobei diese Natura immer noch ein bisschen deutlicher ist. Ja, also die Kamera hat da immer so ein bisschen Schwierigkeiten, gerade diese krassen Gelbtöne gut einzufangen. Aber ich denke, man kann es auch am Video relativ gut erkennen. Ja, und die Art Nummer 2 auf der heutigen Fundliste ist die gelbe Lohblüte oder auch Hexenbutter genannt. Ja, und hier zeigt sie sich doch wirklich in schönster Farbenpracht, auch wenn die hier schon relativ ausgetrocknet ist. Also man kann das hier schon so ein bisschen erahnen, vor allem an diesen dunkleren Farben hier am Rand, dass diese gelbe Lohblüte schon relativ ausgetrocknet ist. Nichtsdestotrotz hat die immer noch ihre wunderschöne goldgelbe Farbe. Ja, und die dritte Art auf der Fundliste ist der Sandfußkrempling. Und gerade die Sandfußkremplinge sind ja relativ widerstandsfähig. Nichtsdestotrotz haben wir ja am Freitag einen Sandfußkrempling gefunden, der zwar relativ jung, aber wirklich komplett ausgetrocknet war. Ja, da waren die Lamellen schon schwarz. Ja, und wenn wir uns dazu im Vergleich jetzt hier mal die Lamellen unterm Hut anschauen, ja, da sehen wir schon, die sehen eigentlich relativ gut aus. Ja, da ist jetzt nicht wirklich ein Trockenschaden zu erkennen. Und das ist wieder so ein sicheres Indiz für mich, dass hier in dem Buchenmischwald, in dem wir auch sehr gerne unterwegs sind, einfach dann doch noch ein bisschen mehr Feuchtigkeit zur Verfügung steht, als eben in den Nadelmischwäldern, wie eben unserem Lieblingswald, wo es dann nochmal wirklich eine ganze Spur trockener zu sein scheint, als eben hier. Ja, und dementsprechend erhoffe ich mir schon, dass sich vielleicht heute noch die ein oder andere weitere Art zeigt. Aber immerhin, jetzt sind wir ungefähr eine halbe Stunde unterwegs, ja, drei Arten, da will ich mich doch noch gar nicht beschweren. Ja, und dann hoffen wir mal, dass sich vielleicht auch noch der ein oder andere Täubling oder irgendwas in diese Richtung finden lässt. Und dann haben wir doch einen schönen Ausklang vom Pilzmonat Juli. Ja, und weil er so schön wieder fest am Totholz gewachsen ist, habe ich das Totholzstück jetzt kurz entnommen, damit ich euch nochmal diese schönen Lamellen zeigen kann. Für die Witterungsverhältnisse in den letzten Wochen kann man da wirklich schon fast von einem perfekten Exemplar sprechen, zumindest auf der Hutunterseite. Ja, und ich finde auch immer diesen Lamellenübergang von diesem dunkelbraunen, samtigen Stiel zu den Lamellen immer wunderschön. Schaut doch einfach nur toll aus, oder? Ja, genug gestaunt, stellen wir ihn zurück, damit er noch weiter ausspuren kann und schauen wir mal, was sich sonst noch zeigt. Ja, liebe Pilzfreunde, seht das da vorne gelb leuchten? Ich vermute fast, dass das wirklich ein außergewöhnlich großes und schönes Exemplar von der gelben Lohblüte ist, also wieder die Hexenbutter. Ja, und auch wenn es da ziemlich steil und ziemlich weit runter geht, ich kann meine Neugierde fast nicht bremsen. Ja, also ich muss da jetzt runter mir das genauer anschauen und deswegen würde ich vorschlagen, ja, probieren wir es aus, schauen wir, ob wir da hinkommen und schauen wir uns diese Hexenbutter oder was auch immer das ist genauer an. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut euch das hier mal an. Wahnsinn! Wie schön kann so ein Schleimpilz eigentlich sein? Ja, und der scheint da oben gewachsen zu sein, ja. Und dann über dieses kleine Holzstückchen scheint er hier sich sogar weiter verbreitet zu haben, ja, und wächst hier jetzt am Boden sogar noch weiter. Was für eine Schönheit! Ja, und ich glaube, diese Größe von dieser gelben Lohblüte kommt gar nicht so richtig rüber. Deswegen halte ich jetzt mal meine Hand daneben. Ja, mit komplett ausgestreckter Hand würde die gerade so in meine Hand reinpassen. Ja. Ist vielleicht sogar fast noch ein bisschen zu lang dafür. Und meine Hände sind wirklich nicht die kleinsten. Also wirklich ein außergewöhnlich großes, aber auch ein außergewöhnlich schönes Exemplar. Hat so eine richtige, ja, ich möchte schon fast sagen, zitronengelbe Farbe. Einfach nur ein Traum.
Ja, liebe Pilzfreunde, wenn es so leuchtet am Boden, ja, dann kann es vor allem um diese Jahreszeit und in diesem Habitat eigentlich nur eins sein. Die Farbe ist mega, mega typisch. Ja, und es ist tatsächlich einer der besten Speisepilze überhaupt, der Milchbrätling. Ist wirklich eine echte Delikatesse. Ja, und die werden eigentlich deutlich, deutlich größer, also sicher das Zwei- oder Dreifache. Aber auch hier sieht man schon wieder, wie die Huthaut einreißt, weil halt einfach das Wasser so ein bisschen fehlt. Und ich gehe nicht davon aus, dass der hier noch weiter wachsen würde. Vor allem nicht bei der Hitze bis zu 40 Grad, die die nächsten Tage schon wieder angekündigt ist. Ja, und deswegen werde ich den Fund, auch wenn er relativ klein ist, auf alle Fälle mitnehmen. Er wird zwar dann nicht mehr werden als halbieren, also zwei Stücke scharf angebraten, aber bei so einer Delikatesse kann man das dann trotzdem mit allen Sinnen genießen. Sehr schön. Ja, und die Milchbrätlinge gehören zu den Arten, bei denen der Geruch für die Bestimmung immens wichtig ist. Die Milchbrätlinge riechen nämlich alle nach Fisch. Also das ist ein wirklich angenehmer Fischgeruch. In der Literatur wird er gerne als Geruch nach Heringslake umschrieben. Ist aber im Prinzip, wie gesagt, einfach nur ein sehr, sehr angenehmer Geruch nach Fisch. Ja, und durch diesen Geruch sind die verschiedenen Milchbrätlinge dann eigentlich nicht mit giftigen oder anderen Arten zu verwechseln. Ja? Also wenn man einen Fund hat, der eben diese weiße Milch absondert, der vielleicht auch schon so ein paar braune Flecken hat hier an den Lamellen, ist ganz typisch, wenn die Milch auf dem Fruchtkörper eintrocknet, dann dunkelt es so ein bisschen nach. Der diese typische Farbe hat, dieses leuchtende Gelb-Orange und der eben dann diesen intensiven Geruch nach Fisch verströmt, ja, dann kann es eigentlich nichts anderes sein als einer der Milchbrätlinge. Und dementsprechend eignet sich der dann eben gut, um vielleicht auch mal anzufangen, abseits von den typischen Speisepilzen wie Pfifferling und Steinpilz, speisepilztechnisch dann tätig zu werden und auch mal andere Arten und vor allem auch Lamellenpilze zu sammeln. Davor haben ja viele immer so ein bisschen Angst oder so ein bisschen Überwindungsschwierigkeiten, sich einfach mal an so einen Lamellenpilz ranzutrauen. Und ich finde, über diese Merkmalkombination, die ich euch gerade gesagt habe, ist da der Milchbrätling ein sehr, sehr guter Kandidat dafür, um damit mal anzufangen. Ja, liebe Pilzfreunde, schaut's mal, wie schön dieser rotbraune Scheidenstreifling hier im Wald steht. Einfach nur wunderschön. Ja, und wie kann ich denn jetzt erkennen, dass es ein Scheidenstreifling ist, obwohl ich den noch gar nicht rausgenommen habe? Ja, das erste Merkmal ist natürlich schon mal die Farbe. Ja, die Farbe deutet eindeutig schon mal auf den rotbraunen Scheidenstreifling hin. Das erste richtige Merkmal, also die Farbe ist jetzt nicht so wirklich hieb- und stichfest, die kann ja auch relativ variabel ausfallen. Aber das erste richtige Merkmal ist der deutlich geriefte Hutrand, wie man hier sehen kann. Ja, und das ist ganz, ganz typisch für alle Scheidenstreiflinge, dass der Hut so deutlich gerieft ausfällt. Weiter geht es dann mit einem Merkmal, das bei den Scheidenstreiflingen nicht vorhanden ist. Und zwar ist es der Stielring. Fast alle Knollenblätterpilze, ob das jetzt der Perlpilz, der graue Wulstling oder auch der Pantherpilz ist, alle diese Arten haben, auch wenn sie aufgeschirmt sind, einen Stielring. Wird auch gerne als Manschette bezeichnet. Ja, und das haben die verschiedenen Scheidenstreiflinge nicht. Und ein Merkmal, das man jetzt hier leider nicht so gut erkennen kann, weil ich den eben nicht rausgenommen habe, an der Stielbasis befindet sich zwar eine Scheide, aus der der Scheidenstreifling letztendlich herauswächst, aber keine abgesetzte Stielknolle. Also die ganzen genannten Knollenblätterpilze, ob das jetzt der Pantherpilz ist oder der grüne Knollenblätterpilz, die haben alle eine relativ deutlich abgesetzte Stielknolle, ja, und die Scheidenstreiflinge eben nicht. Ja, liebe Pilzfreunde, und das soll es dann für heute und auch den Pilzmonat Juli gewesen sein. War nochmal eine wirklich schöne Tour mit ein paar wirklich schönen Funden, ja, vor allem Milchbrätling, dann diese riesige gelbe Lohblüte, einfach nur wunderschön. Ja, und natürlich auch die anderen Arten haben mich gefreut, wie auch der Scheidenstreifling jetzt am Schluss, tipptopp. Mehr war nicht zu erwarten, im Gegenteil, mehr gefunden, als ich erwartet habe, ja, und auch deutlich mehr gefunden, als zum Beispiel jetzt noch am Freitag im Nadelmischwald. Also was will man mehr, ein tolles Finale, ja, und damit lassen wir es dann auch gut sein für heute. Ja, zum Abschluss vielleicht jetzt auch noch so ein kleines Juli-Fazit. Man muss schon zugeben, also im Vergleich zum letzten Jahr ist es halt wirklich hartes Kontrastprogramm. Letztes Jahr war es ja wirklich so, da hat es von Mai bis weit in den Juli rein und dann auch noch im August immer wieder starke Niederschläge bei uns gegeben. Ja, und das fehlt dieses Jahr einfach ein bisschen. Aber man muss halt auch sagen,
Das ist eigentlich ganz normal, ja. Also wenn ich mir die letzten 20 Jahre anschaue, dann würde ich sagen, waren 15 bis 16 Sommer so wie der hier jetzt und 4, 5 Sommer so nass wie der letzte. Und dementsprechend ist es eigentlich zumindest bei uns in Oberbayern relativ normal und ich bin es eigentlich gewohnt, dass es vor allem im Juli und auch im August so eine Phase gibt, die ist mal 2 Wochen lang, mal ist sie 4 Wochen lang, mal ist sie 6 Wochen lang, ja, wenn es ganz extrem ist, vielleicht auch mal 8 Wochen lang, wo es immer wieder sehr, sehr starke Hitzewellen gibt und wo der Regen fällt und dann gibt es eben so eine Pilzpause. Und das ist eben, wie gesagt, bei uns in Oberbayern eigentlich relativ typisch und passiert eigentlich fast jedes Jahr. Letztes Jahr war da so eine gewisse Ausnahme und dementsprechend kann man da eigentlich auch nicht erwarten, dass es dann jedes Jahr so ist und immer ausreichend Niederschlag gibt. Ich weiß schon, dass es bei einigen von euch wirklich extrem ist, wo es dann auch wirklich bis zum Waldbrand geht. So extrem ist es bei uns zum Glück noch lange nicht. Also ist immer noch ein bisschen Feuchtigkeit vorhanden. Ja, und ich hoffe auch, wie gesagt, dass ab spätestens Mitte August dann so ein Wetterwechsel einsetzt und es dann eher Richtung mehr Regen, weniger Hitze geht. Und dann wird sich das auch hoffentlich deutschlandweit dann wieder entspannen. Ja, vielleicht könnt ihr ja mal so ein bisschen überlegen, wie es bei euch die letzten Jahrzehnte war, ob ihr das auch gewohnt seid, dass ja im Mai, Juni so ein bisschen abgeht, ja, dass man wirklich schöne Funde machen kann und dass dann im Juli und August dann doch immer für ein paar Wochen Pilzpause ist, weil es eben standardmäßig einfach in den Monaten sehr, sehr heiß und oft auch zu trocken ist. Vielleicht ist das bei euch ja auch so. Wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja, ich wünsche euch jetzt noch einen schönen restlichen letzten Juli-Sonntag und einen tollen Start in den August. Ja, und dann sehen wir uns schon bald auf der nächsten Waldrunde oder im nächsten Pilzporträt. Macht's es gut und bis dann.